So, der nimmt jetzt auch auf. Jetzt machen wir das Klappgeräusch. Passt, dreimal. Okay. Dann, meine Herren, willkommen beim Wildtaucher Podcast. Dreimal Ayran, einmal Wein. Ja, herzlich willkommen bei der Folge 297. Wir schreiben den 21. März 2017 und ich bin hier mit dem Stefan, der nicht im Bild ist, mit dem Dennis, der auch nicht im Bild ist, mit dem Karl, der im Bild ist und mit mir, der Horst, auch im Bild ist. Das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von wukonic.com, dem Jörg seiner Internetagentur aus Österreich. Vielen Dank an dieser Stelle, auch an unsere Patreonen und Flatterer und Feedbackler. Irgendwas vergessen? Klebemonster. Klebemonster, genau. Klebemonster. Jo. Oh, da fällt mir ein, wir hätten wirklich die Sachen vom Klebemonster direkt anziehen sollen. Stimmt, jetzt haben wir ja Bild. Ja. Nächstes Mal Klebemonster Stirnband. Also heute habe ich es nicht an, aber beim nächsten Mal. Gute Idee. Okay, Feedback. Ich habe letztes Mal dem Hobbs sein Feedback erwähnt, aber nicht verlesen. Jetzt kann ich es inzwischen auswendig. Er hat gemeint, dass es für ein gewisses Spiel namens Shadow One Return sehr guten Downloadable, also Erweiterungen gibt. DLC. Ja, hiermit ausgerichtet. Gut, haben wir Termine zum Ankündigen? Wir haben noch mehr Feedback. Ich weiß nicht, ob es unten auf der Webseite mittlerweile steht, aber ich habe es zumindest auch direkt gekriegt. Es hat sich wer aufgeregt, dass du dich aufgeregt hast über Postfix, wenn man es nicht konfigurieren kann. Sondern ja, das stimmt, das habe ich. Wo war das? Ja, das ist auch das, was ich gesagt habe. Nein, über dich. Ich kann es konfigurieren. Wann war dieses Feedback? Das habe ich nicht mitgekriegt. Ja, das hast du mir doch sogar, glaube ich, geschickt, oder? Habe ich das? Oh, dann war das ein noch älteres Feedback, das ich... Ja, es ist schon ein paar Wochen her. Also, die Folge war vor ein paar Wochen, aber der Feedback war... Okay, ja. Und, gut, und sonst Ankündigung bitte. Dieser Podcast hat jetzt Chaptermarks, die hier mitgeschrieben werden. Das ist die Show- und Live-Mitschreibung. Und Video-Feed haben wir auch. Ja. Okay, Termine, irgendwelche Sachen, die ihr ankündigen möchtet? Nicht dieses Mal, glaube ich. Ja, das... Ich glaube, letztes Mal, die übernehme ich einfach. Schon. Beides... Das ist eigentlich nichts Neues. Jetzt haben wir mal wieder was Altes, die Schar. Die 2017. Schar. Ah, okay. Was ist die Schar? Das Hackercamp Anfang August in Holland. Niederlande, nicht Holland. Holland. Das stimmt. Und jetzt haben wir Zelt und Campingbetten, jetzt kann nichts mehr schiefgehen. Ach, ich Trottel hat mich da also die Stoppel gedrückt. Okay. Die Folge fängt jetzt an. Nochmal zusammenstoßen. Also, plus X alles. Also, die Scha schreibt man das? S-H-A. S-H-A. Das ist so ein 2017. Camping. Ist das was nur alle 4 Jahre stattfindet, gegengleich mit den Chaos Camp? Genau. Okay. Nur halt in den Niederlanden und größerem Polizeiaufgebot in Zivil. Cool. Mhm. Und du bist dort, Stefan? Ja. Und du hast schon ein Zelt? Und ich habe schon ein Zelt. Und du sprichst eine Empfehlung für Biertaucher-Hörer aus, dass man dort hingehen soll? Nachdem man mich dort treffen kann, natürlich. Ja, natürlich. Ja, aber ich meine, warst du schon mal dort? Nein. Oder? Aha. Was ich bisher gehört habe, sind diese ganzen Camps ein Highlight. Das ist im Prinzip Zelt mit Ethernet-Anschluss und Porzellantoiletten. Also, die haben dort Porzellantoiletten? Wurde mir gesagt. Also ob auf der Schar weiß ich nicht, aber die Camps haben meistens Porzellantoiletten, weil halt die Geeks doch sauber es lieber mögen. Aha, die sind nicht wie Pfadfinder oder so. Ja, das sind keine Pfadfinder, sondern sie sind ihre Keller von zu Hause und Dachgeschosse gewohnt, wo es eine Porzellantoilette gibt. Okay. Naja, als ich im Pfadfinder war, war ich sehr eifersüchtig. Wahrscheinlich mag ich deswegen Zelten nicht. Tja. Ah. Und Klo. Okay. Einen Haken gibt's. Es gibt keine
Abstellplätze für Wohnmobile. Nicht. Das hatte ich nämlich ursprünglich eigentlich vor. Wolltest du mit dem Wohnmobil dort einreiten? Ja. Ein bisschen Komfort gönnt man sich ja ganz gern. Die Dinger kann man nämlich gar nicht so arg teuer mieten, die auch. Und es gibt, glaube ich, 5 oder 10 Plätze oder so. Ja, die waren schon voll. De facto reserviert für Familien mit Kleinkindern. Ah, okay. Ja. Du bist einfach nur ein Nerd mit höherem Komfortbedürfnis. Moment. Genau. Wir können doch das hin. Ein Kleinkind kann ich besorgen. Damit habe ich nichts am Hut mit deinen Kleinkindern. Tja. Sonst nicht irgendwie Flüchtlinge. Wie bitte? Sonst nicht die entführen, die kleine Fliege. Nein, nein, ich glaube, das Kind wird sich riesig freuen darüber. Ich weiß nicht, 4 Jahre alt, aber nee, ich glaube, das wäre. Also, es wird de facto angenommen, dass man mit Zelt kommt, heißt das. Ja. Autoparkplätze gibt es, aber man darf nicht. Man darf nicht mit einem Wohnmobil dorthin fahren und das einfach dorthin stehen, auch wenn man subsistent ist, also auch wenn man sich nirgendwo anstöpselt oder so, das wird nicht gerne gesehen, sondern Zelt. Ja. Aber dafür kann das halt luxuriös sein, das Zelt, also so mit Terrasse und allem drum und dran. Na, wir haben jetzt Wohnzimmer und 2 Schlafkabinen. Okay. Damit man sich nicht so beim Schlafen stört. Ja. Zelt? Ja. Zelt? Wie? Was? Das sind erstaunliche Entwicklungen. Wie funktioniert das? Du hast ein Zelt mit mehreren. Mit 3 Kabinen, ja. Ein 3 Kabinen-Zelt? Yep. Aber so ein Zelt ist doch per Definition niemals schalldicht. Das stimmt alles. Wenn du nachts am Campingplatz gehst, kriegst du ja immer alles mit, was. Es gibt das Abstandsquadratsgesetz. Das heißt, die Lautstärke nimmt mit dem Quadrat des Abstandes vom Schnarchenden ab. Aha. Warum gilt auch für andere Geräusche? Einfach besser, die Reinzelte zu nehmen. Wäre auch eine Option gewesen. Ja, das ist aber, glaube ich, ein bisschen teurer, oder? Ja, tendenziell, ja. Ja, und wie, da sind wirklich blickdichte Zwischenwände drin. Mhm. Gemauert, Stahlbeton. Was soll man das vorzustellen? Wie funktioniert das? Das ist, also ist das so ein riesiger Iglu? Oder ist also das wir geben ein Video in die Shownotes. Ja. Da gibt es ein Produktvideo dazu. Man kann sich ungefähr vorstellen, wenn, also sowas nennt man ein Tunnelzelt. Also es ist okay, so eine Röhre. Eine Röhre quasi, nicht ganz, aber ja, so ungefähr. Die haben eher an den Enden niedriger wird, wo man schläft. Und in der Mitte ist sozusagen das Wohnzimmer. Mhm. Und in die beiden Enden hängt man die Schlafkabinen hinein. Also die sind also dann innen so noch einmal eingehängt? Genau. Das eigentliche Zelt hat keinen Boden, aber die Schlafkabinen haben dann Boden. Ah, aha. Und am Schluss hängt man dann in die Mitte noch einen dritten Boden rein, damit dort auch keine Viecher sind und damit das Ganze vor Moskitos, sprich geschützt ist. Ja. Und die Schlafabteile haben wir nicht noch Hängematten, weil du von Einhängern sprichst. Das spielst. Nicht, aber Betten. Aber? Betten. Echte Betten? Ja. Die so Aufpumpbetten? Oder das nein, Campingbetten, da gibt es Besseres. Das ist auch nicht viel teuer. Aber die sind nicht im Zelt inkludiert? Nein, die haben nichts mit Zelt zu tun. Die stellst du hinein? Die stellen wir hinein, ja. Mal nur für Ikea. Okay. 2 Meter breit. Also das funktioniert mittlerweile auch ganz gut. Ich habe noch nicht drauf geschlafen, aber das werde ich dann das nächste oder das übernächste Mal berichten, wie man drauf schläft, weil ich sozusagen teste das Ganze auch, wie schlimm das dann wird. Das Ganze. Und also ich habe immer die Angst gehabt bei so Campingbetten, dass man da eine Stange im Rücken hat. Mhm. Das funktioniert aber prinzipiell jetzt eigentlich nicht so, sondern man kann sich das ein bisschen vorstellen wie eine Hängematte. Also es ist ein rechteckiger Metall-Alurahmen und in diesem rechteckigen Alurahmen ist sozusagen ein Stoff hineingespannt, auf dem man liegt. Ah, okay, das heißt, man liegt nie auf einem, einem Metallstab, weil das Ding ist doch 2,10 Meter Außenlänge. Mhm. Also da kann ich komplett. Und wie breit ist das? So breit ungefähr? 70. So 80? Ja, okay, dann habe ich auf so einem Ding schon mal. Und unten haben sie so Kreuzfüße. Ja, dran. Ja, genau, richtig. Die kenne ich. Für mich sind die nichts. Ich mag das gar nicht. Nein, ich bin sehr gespannt. Aber der Vorteil ist, man ist nicht direkt am Boden. Das heißt, ja, das so, stimmt. Wenn es nass ist oder so, hast du genau. Ja. Und das ist unter dem Meeresspiegel, das heißt, das ist eine gute Chance, wenn wenn es dort schüttet, dass es dort dann auch stehen bleibt und nichts abbrennt, weil runter geht es nimmer wirklich. Landunter. Landunter, ja. Also ich habe immer dann so eine Art, in Anführungszeichen, Matratze drauf liegen gehabt. Mhm. Und die war allerdings so 30 cm dick. Das war Katastrophe eigentlich, da drauf zu schlafen. Das Ding rutscht, das ist, also für mich war es zu weich zum Liegen. Und hier ist es doch ein Stoff.
dann ist härter. Ja, das war auch. Das geht dann so richtig auf den Rücken. Ja, es ist so unangenehm einfach. Und ja, ich hatte auch keine Stange zwar unter mir, aber möglich fand ich es auch nicht. Naja, ist halt Geschmackssache. Und wenn man. Und was mich ziemlich verblüfft hat, wenn wir jetzt also einfach mit TÜV rauffahren, sprich ein Auto mieten, wir haben ja kein TÜV. Habe mich ziemlich verschätzt, was sowas zurzeit kostet, wenn man für 10 Tage ein Auto mietet, mit dem man nach Holland fahren kann, also ein Golf-Kombi, damit halt auch Kram in den Kofferraum reinpasst. Kostet jetzt so 470 Euro. Ist nicht schlimm. Hätte ich schlimmer erwartet. Ich habe erst 3 oder 4-fach erwartet. Von früheren Mieterfahrungen her. Also das Gefühl, dass es billiger geworden ist. Noch ein Grund mehr, kein Auto zu haben für mich. Wenn man es eh so billig mieten kann auch. Motor für mein Fahrrad wäre auch das Problem gelöst. Wie ich ein Fahrradfinder war, habe ich gedacht, diese Leute mit aufblasbaren Matten, wo auf die Schasseln, dass die extrem überluxuriös waren. Ich habe einfach eine Platte drauf. Ich weiß nicht. Ja, Isomatte, ja, und einfach drauf geschlafen. Ja, so kenne ich es halt auch. In meiner Kindheit haben wir ab und zu mal gezeltet und es war dann meistens hinterm Haus nur einfach, nicht wirklich auf dem Zeltplatz. Und daher konnten wir wenigstens duschen und auf Toilette gehen und solche Sachen. Und wir haben dann auch auf dem Boden im Schlafsack auf eine Isomatte geschlafen und dann die ganzen Spinnen. Meine Herren, ich muss euch leider unterbrechen. Ich bin jetzt nämlich drauf gekommen, was ich vergessen habe, außer auf die Stopptaste zu drücken, den Teaser, dass wir sagen, worüber wir überhaupt reden wollen. Ach so. Komm, mach mal zum Schluss und schneid's vorne dran. Darf ich bitten, Dennis, welche Themen hast du mitgebracht? Ja, ich spreche heute über einen Krypto-Stick, den Nitro Key, und eine eigentlich simple Sache, eine Universalfernbedienung. Ich habe 4 Fahrradthemen und 2 Android-Apps. Okay. Ich kann über eine japanische Film, die nächsten Monat in Österreich auch gespielt wird, heißt Sword Art Online reden und 2 Computerspiele, Democracy 3 und Warhammer Total War. Wow. Ja, ich kann berichten, ich war im Kino und zwar in The Other Side of Hope, einem finnischen Film, und ich habe einen neuen Podcast zum Ankündigen, nämlich den Coding Teacher Podcast, der schon online ist. Ja. Ist der von dir? Ja, der ist von mir. Ich habe heute übrigens noch was entdeckt, was von dir ist. Ja, und zwar IoT Austria, habe ich mal mich rumgeklickt und da steht tatsächlich Horst Jens als Schriftführer drin. Wie ist denn das? Also da legale Status ist so, dass der Verein umgegründet wird. Und der heißt jetzt nicht. Der hat OS Dromotik geheißen, da war ich auch Schriftführer beim Harald. Und der heißt jetzt IoT Austria, aber da sollte ich nicht mehr Schriftführer sein. Ja. Es gibt jetzt auch schon einen neuen Schriftführer, aber anscheinend ist das noch nicht abgedeckt. Auf der Homepage von Automotics ist noch. Von OS Dromotik, die wird sowieso. Ja. So, genau, ja. Ich glaube, ich hatte noch irgendein Thema, aber das weiß ich jetzt schon wieder nicht mehr. Ah, ich könnte noch über Jasper reden. Jasper? Nein, wirklich? Ja. Kennst du Jasper? Ja, natürlich. Also Bruder von Jasper, Alexa? Ja, genau. Mhm. Ja, da wollte ich erst in ein paar Wochen drüber reden. Ah, bist du schon so weit, dass er spricht? Das ist simpel, aber dass er mir zuhört, ist eine Schwierigkeit. Ah, ich bin auch noch nicht so weit. Okay. Was ist das nerdigste Thema von den allen? Jasper. Jasper? Okay. Das nerdigste Thema ist das, was ich nicht angekündigt habe. Und zwar, es ist wirklich zum Kaputtlachen. Und ich habe es heute bei Heise gelesen. Und es ist einfach so köstlich. Seitenbetreiber stört sich an Sicherheit von Firefox. Ist die Überschrift bei Heise gewesen. Und da ist einer heute Nacht gewesen, der hat bei Firefox einen Bug-Report aufgegeben. Und zwar, dass eine Fehlermeldung angezeigt wird oder eine Warnung, wenn man bei deren Seite ein Passwort ins Passwortfeld anzeigt, weil die Seite nämlich nicht verschlüsselt ist. Und das sei geschäftsschädigend, dass da diese Warnung steht und Firefox soll das doch bitte unterlassen, Warnungen dort anzeigen, weil sie haben seit 15 Jahren dieses System und es ist sicher. Also 15 Jahre ist nichts passiert. Sicherheit.
Es ist noch nie was passiert. Das lag vielleicht daran, dass sie nichts bemerkt haben oder so. Aber meine Herren, er wollte jetzt über Jasper reden, was sicher etwas sehr Nerdiges ist. Das ist eine Open-Source-Implementierung eines digitalen Assistenten, wenn man sowas heute sagt. J-A-S-P-R oder? J-A-S-P-E-R. J-A-S-P-E-R. Das ist ein so eine Siri zum Selbermachen, oder? Mhm. Ja, Siri kenne ich zu wenig, aber ja. Digitaler Assistent. Also Alexa eigentlich ist, ist glaube ich, näher dran. Oder Google Home. Ja, wobei Google Home ist ja auch noch nicht wirklich bei uns heraus, nicht? Also da weiß man auch noch nicht so genau, was es alles tut. Aber im Prinzip ist es das. Wie kann ich mir das vorstellen? Das ist eine Art Chatbot mit Voice Recognition, oder? Einmal einfach vorzustellen, das ist ein Raspberry Pi, an dem du ein USB-Mikrofon anstöpselst und irgendwie der hört mich dann und spricht mit dir. Der hört die ganze Zeit zu. Ja. Und dann sagst du, also so ein, ich höre ein Eigenbelauschungs-Device. Ganz genau. Mhm. Sagst dann, Jasper, wie ist das Wetter oder sowas? Und dann antwortet er dir. Und dann kann ich sagen, Licht an und er macht das Licht an. Oder wenn du das implementiert hast, das ist dann aber wieder Arbeit. Besteht alles aus Open Source? Kommt alles Open Source? Es ist möglich, alles aus Open Source, aber es gibt auch Möglichkeiten mit Google oder mit Alexa. Als Backend zu verwenden. Also du musst nicht, aber du kannst alles mit Open Source. Dann kann ich so sagen, Jasper, was ist der Sinn des Lebens und bekommt dann irgendeine Antwort. 42. Klingt. Kann ich dir auch sagen. Ja, ja, aber... Klingt ganz lustig. Es ist Nutzer, glaube ich, der Hauptagent ist, glaube ich, in Python geschrieben. Jasper ist in Python geschrieben. Das heißt, das ist eigentlich was für dich. Ja. Cool. Und das Ding braucht aber Internetanschluss ständig, damit es sich im Netz die Weisheiten holen kann? Naja, wenn es sich im Netz Weisheiten holen soll, dann, schon. Aber du kannst ja alle Weisheiten auf die SD-Karte speichern. Ja, ja, aber wie weiß er dann das Wetter von morgen? Das bekommt aus dem Internet nur. Na, aber du kannst ja auch Wetterstation dran gucken. Ja, stimmt, ja. Also alles, was der Pi an Informationen hat. Das ist okay, dann, ich nehme einen Stick, ich lade die neue Daten heute, ich nehme es meinem Paar, ich stecke es an und dann frage ich, wie ist das Wetter heute? Es ist gar nicht so abstrus, du kriegst beim Konrad so Wetterstationen, die du auslesen kannst über USB-Interfaces und so. Und die können auch Prognosen machen und so. Und wenn du schon Automotics und IoT kennst, kennst du auch das Merkur-Board. Also, du kannst viel Zeug mittlerweile. Ja. Also ich hätte dieses Siri-Gefühl ohne wirklich einen großen Internetkonzern. Die zwei Hauptdrawbacks, die ich zurzeit sehe, ist, dass halt die Spracherkennung von sowas deutlich schlechter ist als die von den Großen. Okay, weil die von den Großen haben natürlich die von zig Millionen Leuten, die sie permanent sammeln und wo sie permanent Statistik drüber machen und dadurch werden die immer besser, während das Ding lernt sozusagen nur von dir. Also du musst das selber gar nicht. Ja, also es hat schon so Vormodelle halt. Aber es lernt nur von dir, weil von anderen Leuten lernen sie nicht mehr weiter. Da gibt es keine Open-Source-Austausch-Datenbank, wo man Voice-Samples... Doch, das gibt es. Ja. Also das Projekt, weiß ich jetzt nicht mehr, VoxForge oder so ähnlich heißt es, das gehört zu Sphinx. Mhm. Das ist eine Software, die man nutzen kann, Pocket Sphinx. Es gibt auch noch Julius oder so ähnlich aus Japan, die kann man alternativ verwenden. Die greifen auf dieselben Daten zu. Und die sind so geschrieben, dass sie im Prinzip sprachunabhängig sind. Mhm. Und für die englische Sprache gibt es so viele Sprecher, dass es eigentlich sofort mit jemandem Native-Englisch-Sprecher sofort funktionieren würde. Das ist für mich. Also für dich würde es definitiv funktionieren, würde ich sagen. Bei mir wahrscheinlich nicht mehr. Dafür habe ich zu viel Akzent. Mhm. Und sie haben für die deutsche Sprache schon 180 Sprecher. Und da kann man sich registrieren als Sprecher? Oder? Ja, ich habe selber noch nichts herausfinden können, wie man das Ding trainiert. Mhm. Weil das Interessante ist, man kann auch darauf nicht zurückgreifen, sondern wirklich nur für einen selbst das trainieren. Okay, dann deine eigene Geheimsprache hinbeibringen. Oder nur einfach deine Stimme einfach nur sprechen und eine andere Person wird dann schon schwieriger, dass das Ding versteht. Was auch aber in gewissem Sinn einen Vorteil hat, weil wenn das Fernsehen gerade plappert, daher potenziell das Ding weniger versteht. Mhm. Und daher unabsichtlich weniger Quatsch macht. Ah, ja. Wie die Geschichte, die durch die Medien gegangen ist. Alexa, bestell mir bitte ein Puppen aus. Genau. Was soll das im Fernsehen liegen? Das hat ein Mädchen... so spaßeshalber gesagt, daraufhin hat Alexa ein Puppenhaus bestellt. Wie der Cutler Zugriff auf die Kreditkarte? Ja, das war bei dem so unterlegt. Und Keks hat er auch noch bestellt? Ja. Weil das Mädchen auch Kekse wollte. Ja, genau. Ja, die hatten sich nur mit Alexa unterhalten. Die wussten nicht, dass man dadurch einen Bestellprozess schon... Ich hätte gern ein Puppenhaus, reicht schon aus für eine Bestellung so ungefähr. Und daraufhin haben sie dann das in amerikanischen
Fernsehnachrichten gebracht, ja. Also in den Sendungen halt gebracht. Super Werbung. Und alle Alexas, die dann zugehört haben, haben dann fröhlich Puppenmäuser bestellt. Ihr könnt euch nicht mehr erinnern, das hatten wir ja schon im Podcast. Nein, das weiß ich nicht. Ich habe doch schon öfters hier reingesagt, Alexa, bestell mir bitte ein Puppenhaus. Ja, es gibt auch die neue, wo irgendwann es fangen an, ich glaube Alexa, einfach Porno-Sachen einfach zu sagen. Ja, das ist auch gut, ja. Vor den Elfjährigen. Das YouTube-Video auch. Ja. Wie, der Alexa blabbert danach, oder? Fängt dann Alexa an zu stöhnen? Nein, es schlägt dir dann was, du sagst was und es schlägt dir dann was vor, was es glaubt verstanden zu haben. Mhm. Und sagt dann, soll ich das und das tun? Und das war halt eine Referenz auf, glaube ich, irgendein Pornofilm oder so. Nein, es war Deal. Ja. Oh, ich meine. Ja, und es lag einfach daran, dass ein Kind halt anders spricht als ein Erwachsener, nicht? Okay. Also okay. Und welche Firma steckt jetzt hinter Alexa? Amazon. Amazon. Ah, okay. Also das Produkt heißt Amazon Echo und der Voice Agent sozusagen heißt Alexa. Mhm. Wobei, das fand ich ganz interessant. Also mich interessiert es aus einem Grund. Ich werde jetzt einmal die Anwendung in einem anderen Podcast einmal ein bisschen erzählen, was ich vorhabe damit zu machen. Weil das hängt mit dem Panoptikum wieder zusammen, mit den Ideen dazu. Nur gefällt mir eben diese Idee mit dem nett, dass die da alles mitlesen. Dann habe ich einmal geschaut, gibt es da eine Open-Source-Variante, wie ausgereift ist die? Und ich habe eh noch einen Raspberry Pi, also das Spiel. Ah, okay. Kann es sein, dass du vorhast, die Transkription sozusagen zu automatisieren? Nein, das, weil denn, das, sind das wir noch funktioniert nicht so definitiv ja. nicht. Ja, ja. Also Sphinx könnte es theoretisch, aber... Aber sowas wie spielen wir doch den letzten Biertaucher, das könnte gehen. Ja, das könnte gehen, ja. Könnte ich mit Jasper auch mein eigenes Amazon-Bestellsystem machen, wenn ich so eine Webseite hätte? Ja, weil auch die Alexa-API offen ist. Aha, okay. Also da gibt es zum Beispiel eine Node-Implementierung davon, also mit dem Node.js. Also du kannst im Prinzip auch da selber Zeug programmieren und auf die Art und Weise mit Amazon interagieren. Du wirst das sicher auch mit dem Google Home dann können. Ja. Da habe ich noch zu glaube wenig gefunden. Auch. Das gibt es bei uns noch nicht. Also das kannst du bei uns noch nicht kaufen in Österreich. Das, das andere Ding gibt es schon. Ja. Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, ob das mit Google Home ginge. Aber was ich meinte ist, dass Google ja auch eine Erkennung hat. Und die kann man auch als Backend verwenden. Statt Sphinx oder Julius, wenn man haben möchte, dass es definitiv funktioniert, kann man die von Google zum Beispiel verwenden. Und ich habe am Anfang gesagt, es gibt zwei Nachteile, die ich drin sehe. Einer war eben der mit der schlechteren Spracherkennung und der zweite ist der mit der schlechteren Sprachausgabe. Also das Alexa spricht, finde ich schon sehr... Ja. Es ist nicht mehr creepy. Ja, und diese ganzen anderen Open-Source-Geschichten, die ich kenne, die klingen alle dermaßen doch Roboter. Ja, du meinst jetzt eSpeak und zum Beispiel. Ja, es gibt dafür auch gute Alternativen. Bei eSpeak kannst du ja auch Sprecherfiles reinladen, ne? Mit einer Option. Ja, aber womit ich gute Erfahrung habe, und zwar schon vor 10 Jahren, war, wenn man einen Brawler mit den guten Stimmen verwendet hat. Ja. Dann waren die Stimmen wirklich aber nur anders, aber... Aber ein bisschen creepy ist es, finde ich. Ja, aber ich fand, für mich war die Aussprache besser als die von Google. Ja. Sie klang nur nicht ganz so natürlich. Ja. Aber die Aussprache ist so schlecht bei Google, finde ich. Sie klingt nun... Ja, ich bin nicht begeistert. Ah, ja, TTS. Bei Google, ich google, okay, Google. Wetter in Perchtoldsdorf, and it's like, today's weather in Perchtoldsdorf is... So. Und heute habe ich ein bisschen herumprobiert, nachdem ich das noch nicht installiert habe, bei, ich habe ein Samsung-Handy und da ist im Prinzip sowas auch die ganze Zeit immer vorinstalliert und habe mit dem mal geschaut, wie gut er meine Sprache erkennt. Also manchmal schon erst im zweiten, dritten Anlauf, insbesondere wenn es spezifische Wörter sind, die nicht zum Standard-Wortschatz gehören, sondern die Eigennamen sind zum Beispiel, dann wird es ein bisschen schwieriger. Ja. Aber so normale Sätze, wie wird das Wetter heute, das funktioniert eigentlich immer. Ja. Also ich habe Jasper schon installiert und ich habe es auch zum Laufen gebracht, zum Teil. Also ich habe langsam angefangen und habe nur mit Pocket Sphinx experimentiert. Was ein ganz großes Problem ist, wenn eine Störquelle in der Nähe ist. Und ich hatte nämlich erst im Nachhinein herausgefunden, nachdem ich mal die Aufnahme mir angehört habe, mit der ich ich habe dann selber aufgenommen und dann abgespielt, man konnte die ganze Zeit den Lüfter und die Festplatte meines Laptops hören. Das geht überhaupt nicht. Das ist sehr viel ist heutzutage nicht gut Funk gestört. Ja, richtig. Das war nicht Funk, sondern wirklich Nebengeräusche. Und das also Audio sogar? Nicht ja, das Audiosignal war einfach fürchterlich. So direkt neben dem Laptop
ging es gar nicht. Also an einem Raspberry Pi durfte es gehen, weil die Störgeräusche von Raspberry Pi sind vernachlässigbar. Habt ihr nicht noch andere Themen gehabt? Viele? Technisch war. Bitte. Ja, ich habe nur Technikthemen, warte. Bitte, sprich eines. Ich habe noch einen Agent, nämlich Dave. Mit dem habe ich auch versucht zu spielen, nachdem es eine österreichische Android-App ist. Also im Prinzip ein Sprachassistent für Öffis, geschrieben vom Patrick Wolowitz, wenn ich mich richtig erinnere an den Namen. Und den persönlich kennen das nicht sehr nette Entwickler. Bisher haben sie das nur für... Wie heißt der jetzt, der Agent? Wave. W-A-V-E. Wie die Welle. Wie die Welle. Und... Okay. Gibt es im Android Store als Test-Applikation, das kannte ich bisher auch nicht, also du musst einmal sagen, ja, ich will Tester werden, dann kannst du es runterladen. Und das ist ursprünglich geschrieben gewesen für iOS, also sprich für iPhones, habe ich keins, aber jetzt mittlerweile auch für Android. Mhm. Und wenn ich es als Text eintippe, ist die Antwort darauf überraschend gut, muss ich sagen. Also so Sachen wie komme ich in den Sektor 5, hat er richtig beantwortet. Mhm. Also hat er doch relativ gute Auflösung von der Semantik dahinter. Ne? Das muss er als den Ortteil im Satz interpretieren und dann muss er den finden und die Adresse dazu. Und da war auch richtig und dann die Öffis hin dazu, das Routing, das hat alles gepasst. Hat er vielleicht einfach nur Google Maps verwendet? Es sind einige Services, die da zusammenspielen im Hintergrund. Mhm. Und also das mit Text-Tippen-Eingabe funktioniert gut, Spracheingabe funktioniert lustigerweise überhaupt nicht, das Ding nimmt mich gar nicht auf. Also ich weiß nicht, entweder ist das mit meinem Android nicht kompatibel oder sonst irgendwie, also Sprache kann ich nichts sagen. Aber an und für sich recht gut, also wesentlich weniger Tipparbeit als für wie heißt die von den Wiener Linien, die Standard, Quando. Finde ich immer relativ mühselig, da was einzugeben. Ja, Quando ist also eine Katastrophe. Wave. Ja. Okay. Hat noch wer was Technisches? Ja, ich habe nur eine Frage. Hat jemand? Ich habe neulich eine Nachricht bekommen von Signal, dass es jetzt einen Video-Chat gibt. Hat jemand von euch es probiert? Ja, ich habe es probiert mit dem Johnny zusammen. Und? Es funktioniert, nur dann hat sich sein Mobiltelefon aufgehangen. Okay. Also, muss aber nicht an Signal gelegen sein. Ich glaube nicht, dass es an Signal lag. Also bei mir hat es nämlich funktioniert. Und anschließend hat sich mein Mobiltelefon runtergefahren, weil der Akku leer war. Die Bildqualität, so lala. Vielleicht hätten wir ein bisschen länger probieren können. Vielleicht werden sie dann. Wie ist es im Vergleich zu Skype? Ich habe keine Ahnung, wie Skype aussieht. Also Sprachqualität konnte man auch nicht sagen, weil wir direkt nebeneinander standen. Also Audio ist besser als Skype, würde ich sagen. Audio inzwischen. Ich habe vorhin, wo wir angefangen haben, da hier so, habe ich dann auch ein bisschen versucht, Audio zu machen mit Bekannten. Das war besser als Skype. Ah, interessant, also, weil bei mir ist es eine Katastrophe. War recht okay. Ne? Aber es kann auch in dem Mikro von den Leuten, es ist hardwareabhängig. Ja. Es ist mehr Latenz als Google Hangouts, weil es ja über Server drüber geht, aber es ist okay. Also es ist wie Ferngesprächtelefon halt und so, also von der Latenz, es ist okay. Also mit meinen Eltern, mein Vater hat nämlich dasselbe Mobiltelefon wie ich, das hat eine gute Sprachqualität, das Moto X Play, möchte ich ausnahmsweise mal Werbung für machen, weil ich es super finde, Sprachqualität ist super. Und ja, das ging eigentlich wirklich gut von der Sprache her zu verstehen. Aber der OnePlus ist, was Sprachqualität anbelangt, wirklich Katastrophe. Da versteht man die andere Person gar nicht mehr. Und ich finde auch, dass grundsätzlich auch, wenn man telefoniert, nicht wirklich gut klingt. Also ja, ich würde es eben testen für jeden. Aber ich kann nur Signal sollte man empfehlen. Und eine App hätte ich noch auf Lager, wieder Android. Kartenapplikation, wieder eine OpenStreetMap basierte, lang ausgeschrieben heißt es Maps with Me und die URL ist maps.me und ich finde es recht hübsch und manierlich, also durchaus okay zu verwenden und du kannst eben Karten auch wieder mal offline runterladen, wie üblich bei OpenStreetMap und auf die Art und Weise, wenn du irgendwohin auf Urlaub fährst, wo du keinen Datentarif hast, dir vorher deine Karte halt runterladen und sie haben es auch halbwegs brauchbar segmentiert, also du musst dazu abwechselnd nicht ganz Österreich runterladen, sondern es gibt so ein Wien-Kartenteil und das funktioniert. Also
und grafische Darstellung ist bei OpenStreetMap ja manchmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig beim Rendering, aber das ist okay. Also man kann ja selber auch einstellen, was für einen Stil man haben möchte. Ich glaube in der App nicht, okay. Aber es ist okay. Also du hast nicht das Gefühl, dass du es umstellen willst, sondern es ist akzeptabel, es ist halt abgehakt. Zu Wave, ich finde es gerade nicht im Google Play Store. Also ich glaube nicht, dass es die ist. Hast du? Ja, wir können URL dazu geben, das ist subzero.eu, das ist ihre Firma und dann / Wave. Subzero.eu okay. Und da wirst du dann auf den Play Store, auf den richtigen Link geleitet. Aus Neugier, verwendet hier außer nicht jemand Google Voice? Ich habe einmal eine Zeit, aber ich war nicht sehr begeistert davon und habe es dann deaktiviert. Was ist Google Voice? Einmal ganz kurz nur. Es ist etwas wie eine Telefonnummer, die Leute dich anrufen können in Amerika. Und das habe ich gehabt. Und dann ist es geläutet. Normalerweise, wie ich in Amerika war, hat es weiter angerufen an meinem Zuhause. Aber wie jemand angerufen hat und eine Nachricht geschickt, dann ist es zu meiner E-Mail gekommen, zum Beispiel. Das gab es aber hier in Europa gar nicht. Das gab es nur in den USA. Ja. Und ich verwende es noch immer und ich kann auch mit Google Voice gratis nach Amerika normale Telefon anrufen. Weil es dann für dich ein nationales Netz ist, aber ja, mir hat das gar nicht gefallen, dass das dann darüber geht. Und da es nie in die EU kam, ich habe es einmal getestet bei jemandem. Aber dass das alles über den Server geht, nee, danke. Mit Skype hast du im Prinzip das gleiche. Ja. Du kannst auch dann sozusagen im lokalen Netz jedes raustelefonieren. Du zahlst gar keine Gebühren, oder? Gar keine. Ah, null. Weil bei Skype zahlt man, glaube ich, lokale Landesgebühren. Ich habe meine Familie angerufen mit Google Voice, mit, ich glaube, Hangouts Dialer, und es war komplett gratis, und die wohnen in Nordkalifornien. So ist es wie, hallo, ich rufe dich nochmal Festnetz. Aber das ist, glaube ich, nur, dass ich so lange eine Telefonnummer bei denen habe. Seit es zum ersten Mal. Kann man auch nicht mehr anmelden. Ja. Ich kann berichten, ich habe ein Google Hangout hier beim Garib ausprobiert, auf diesem Tisch. Und zwar mit meinem kleinen Vico-Handy. Und war ziemlich begeistert, weil wir waren eine aus Brasilien, einer aus Südkorea, einer aus der Schweiz und ich und alle mit Videofeed. Und es war so, dass man sich, obwohl der Garib Musik gehabt hat, verständigen können. Ich habe es erstmals wirklich sinnvoll Google Hangout auf meinem Handy verwenden können. Da haben wir schon gedacht, Technik hat sich weiterentwickelt. Ich arbeite relativ viel drüber. Ja. Auch mit Desktop-Sharing und so Sachen. Gut ist halt, wenn man Kopfhörer hat. Also absolut. Oder zumindest eine gute Freisprecheinrichtung. Ja, ja. Also diese, wie heißen die Dinger? Fällt mir der Name nicht mehr. Werden wir wieder raussuchen, was das Ding heißt. Headset? Nein, das sind so, schaut aus wie ein kleines UFO. Achso, die Konferenzdinger. Ja. Was ist das? Im Prinzip eine USB-Soundkarte. Ja. Mit, also Headset. Schließt dann dein Handy an, oder? Schließt dann an einen Laptop an oder an einen PC an. Hast wesentlich bessere Audioqualität als bei den eingebauten Dingern und er hat auch Echo-Unterdrückung. Also du hörst die Stimme vom anderen, aber die wird nicht wieder sozusagen rückgekoppelt, sondern es ist ausgekoppelt. Das verwende ich jetzt schon seit Jahren. Das hat wirklich eine sehr gute Audioqualität. Okay. Die sind auch relativ happig, so im Preis, also so zwischen 80 und 120 Euro, je nachdem, ob nur Kabel oder Bluetooth. Haben die generell einen Namen oder heißen die nur externe USB-Soundkarte? Die haben generell einen Namen und ich werde es in die Shownotes reinschreiben, ja, ich habe mir nicht gemerkt. Das ist schon ein paar Jahre her, dass ich das... Die gibt es auch noch, die Dinger, in der nächsten Generation mittlerweile. Und unter Linux haben sie die nette Eigenschaft, dass du sie ein Firmware-Upgrade machen musst mit gewissen Ubuntu-Varianten, aber immerhin geht's. Weil es halt eine Soundkarte ist, nicht? Die ist halt richtig erkannt. Ich habe ein Announcement zu machen, was wahrscheinlich die Shownotes betrifft. Mein Hauptcomputer, also ein schwerer Desktop-PC, hat heute seinen Geist aufgegeben. Oh. Und auf dem sind aber auch, ist die Datei drauf, wo alle meine Passwörter drinstehen, unter anderem auch für mein eigenes Doku-Wiki. Oh. Dann musst du ganz einfach dein Backup einspielen. Ja.
Na, was ich schon habe, also alle wie Sachen, die ich zum Arbeiten unbedingt brauche, sind mittlerweile auf Google Drive. Also ich kann jetzt relativ direkt unabhängig weiterarbeiten. Blöd nur, dass das Passwort auch da drauf. Nein, da habe ich keine. So gescheit war ich, dass ich die Passwörter nicht dorthin getan habe. Und ja. Also es kann sein, dass die Shownotes sich ein bisschen verzögern. Dann mache ich mal wieder Werbung für Borg-Backup. Echt super Backup-Lösung. Mhm. Borg? Ja. Wir assimilieren. Das ist ein Fork eines anderen Backup-Programms, also eine recht alte Geschichte eigentlich. Er verwendet im Hintergrund, glaube ich, AirSync oder zumindest was Ähnliches. Das Nette ist, es ist verschlüsselt, also sowohl die Übertragung als auch die Ablage ist verschlüsselt. Also das ist ein inkubiertes Backup? Es ist... Meines Wissens ist es auch inkrementell. Es ist auch inkrementell, es ist dedupliziert, sagen wir so. Also es ist blockweise dedupliziert in 100 MB Größe wahrscheinlich. 5 MB ist Standard, du kannst es umstellen. Ah, okay, gut. Ja, gibt's verschiedene. Und es ist Generationen-Backup natürlich, also du kannst beliebige Backups, die du gemacht hast, beliebige Snapshots einfach dann als File-System auch lokal mounten. Okay. Und du kannst es auch so machen, dass du nur Read-Zugriff drauf hast. Also du hast auch Rechteverwaltung, wenn du das willst. Ah, okay. Und das geht eben übers Netzwerk auch. Und ja, ich verwende es jetzt schon, glaube ich, 2 Jahre fast. Das ist auch sehr nett. Und es ist auch schön schnell, weil es bevor es übers Netzwerk was überträgt, ermittelt es einen Hashwert von dem Block. Ja. Vergleicht dann, ob es zu dem Hashwert schon einen Eintrag in der Datenbank am Server gibt. Ja. Und wenn es den schon gibt, dann ist offensichtlich das schon am Server, dann braucht es das nicht mehr übertragen und spart so. Ah ja. Borg-Backup. Borg-Backup, ja. Und super Dokumentation. Das ist eine der am besten dokumentierten Kommandozeilen-Applikationen, die ich kenne. Also die kann man richtig lesen. Also tut beim Lesen nicht weh. Benutzt du auf einem Pi oder wie machst du es? Ja, auch. Also auf einem Pi habe ich es installiert. Ich habe es aber auch auf einem Server installiert und ich mache es in alle möglichen Richtungen, kreuz und quer immer, schicke ich Sachen durch. Vom Server auf ein NAS, von meinem Desktop auf ein NAS, auf einen anderen Server hin und so. Okay. Also immer kreuz und quer. Und die einzige Bedingung ist, es muss installiert sein und SSH muss funktionieren. Es läuft über SSH drüber. Also es verwendet dann auch die SSH-Schlüssel, die du dann hinterlegt hast. Also du gliederst dich sozusagen in die normale User-Verwaltung ein, die du hast und verwendest dann den Backup-User oder so, was du halt da konfiguriert hast dafür. Okay. Ich glaube, bei uns auf der Firma benutzen wir auch Backup. Ja. Aber auf jeden Fall, die funktionieren alle nach demselben Prinzip mit der Duplizierung und so weiter. Ja. Zu Wave, ich finde die Android-App nicht auf deren Homepage. Die mögen dich nicht. Ich würde das persönlich nehmen. Vielleicht nächste Sendung dann erklären, wie deine Recherche ausgegangen ist zu dem Thema. Also ist schon abgeschlossen. Ich habe ein Musikthema. Aha. Musik, ja, immer her damit. South by Southwest, sagt euch was? Das ist so ein etwas schräges Festival in den Vereinigten Staaten. Ah ja. Auch mit unheimlich vielen Acts, unter anderem eben auch Musik. Und das Nette ist, dass die immer sämtliche Musik auch als BitTorrent zum Download unter einer freien Lizenz unterladen. Unter einer freien Lizenz sogar. Und das sind diesmal 1200 Musiktitel. Ich habe es bisher nicht immer gehört, aber einmal so, um das eigene Musikrepertoire ein bisschen zu erweitern, kann man dann so durchbrausen. Also ich glaube so 15 Songs von damals 800 oder so habe ich noch immer in meiner Sammlung drinnen. Ich meine, das ist natürlich viel Zeug halt auch. Darf ich schauen, oder? Alles Mögliche. Viel elektronisch und okay. Ja. Aber im Prinzip glaube ich keinerlei Limits. Also, aber es gibt nicht genau klassische Musik. Ja, ja. Die werden höchstens gemeinfrei. Und dann kann sie sowieso jeder hören. Da gibt es ja auch ein ganz gutes Archiv, das mir auch wieder nicht einfällt, wo es auch ein Media-Archiv dazu gibt. Ja, Archiv.org? Bitte? Archiv.org? Grain? Nee, warte, Brahms. Wovon redest du? Du redest von Portucci, ne? Nee, von einem Archiv von... klassischer Musik in Form von MIDI-Dateien und aber auch MP3-Files und so. Ja, IMSOP hat meistens davon. Das
Das kenne ich nicht. Das kennst du nicht, das ist hauptsächlich für Noten. Ich suche mal wieder raus. Ja. Das war echt nett. Ach, war das die Seite, wo ich dir mal was ausdrucken sollte? Ja, genau. Okay. Wie heißt die? IMSLP. IMS? LP. LP, okay. Und das ist eine Art Musikdatenbank. Ja, es ist, die haben manche Aufnahmen, hauptsächlich Noten. Das kennen, glaube ich, alle klassische Musiker heute. Und das ist der the bane of the publishing industry. Von diesem teuren Geschäft in der Dorotheergasse. Ja, zum Beispiel Doblinger. Genau. Ja. Das ist alles. Ich meine, ich verstehe auf eine Art, dass die sich ärgern. Aber ich finde, dieses manchmal, und die sind einfach die alten Ausgaben von vor 100 Jahren. Ja. Und manchmal sind die sehr gut, manchmal sind die sehr schlecht. Es ist einfach wie, ja. Es ist prinzipiell dieselbe Qualität, als wenn man geht in die Sammlung von einer alten Oma, die Klavier gespielt hat. Cool. Ich kann einen neuen Podcast announcen, wenn ihr nichts Technisches mehr habt. Ich habe eigentlich nur technische Sachen. Mach ein paar. Okay, ja, ich habe... schade, dass Johnny heute nicht da ist, weil er hat zwei Nitro Key Pro bestellt. Für sich und für mich. Das sind Krypto-Sticks. Was ist ein Krypto-Stick? Im Prinzip sind das Smartcards, wie so eine SIM-Karte, die im Mobiltelefon steht. Nitro Pro. Nitro Key Pro. So. Nitro Key Pro. Okay. Die können halt eine Verschlüsselung aufbauen. Also es ist so, bei wenn man zum Beispiel sich mit einer Seite verbindet, so gibt es erstmal ein Handshake, da wird RSA zum Beispiel verwendet. Habe ich einen normalen Computer und stecke die Smartcard einfach nur in den USB-Port oder bootet von dem Ding ein komplettes Linux? Nein, das ist nur für RSA da. Also in ganz normalen Rechner reinstecken. Das funktioniert mit den meisten Browsern auch zusammen, wobei ich selber noch nicht getestet habe, weil ich da nicht so viel... Und der Browser erkennt dann automatisch, dass das Ding drinnen steckt? Also beim Firefox muss man ein Plugin aktivieren. Okay. Aber das ist beschrieben, wie das geht. Das ist ziemlich schnell eingerichtet. Also wenn man sich mit einer Seite verbindet, gibt es erstmal ein Handshake, da wird mit RSA-Daten ausgetauscht. Ist der tiefere Sinn, dass du jetzt zum Computer gehst, dem du nicht vollständig traust, also in einem öffentlichen Computer, und das dann dort machst, oder? Okay, dann fange ich mal mit solchen Sachen an. Ja, im Prinzip... Nur wozu man es überhaupt braucht. Im Prinzip habe ich dort alle Schlüssel drauf, um mich mit Servern verbinden zu können. Die Server haben den Public Key alle installiert und ich brauche nur diesen Stick, kann mich an jeden Rechner setzen und kann mich dann mit dem Server verbinden, ohne dass der Client, wo ich mich gerade dran befinde, wo dieser Stick drin steckt, irgendwas abfangen kann, das er verwenden könnte, um später nochmal eine Verbindung zu dem Server aufzubauen. Das heißt also, der Rechner bekommt mit, was ich für ein Passwort mit eingegeben habe, um dem Krypto-Stick zu sagen, ja, ich bin berechtigt, diesen Stick zu verwenden. Das Passwort musst du nicht mehr über die Tastatur eingeben. Doch, das muss ich über die Tastatur eingeben. Kann er da einen Keylogger einbauen und hat es wieder. Ja, aber nur das Passwort. Er hat aber nichts, um sich wirklich mit dem Server jemals wieder zu verbinden, weil er hat nicht die Informationen, die auf diesem Stick drauf sind. Weil nämlich bei diesem Handshake mit RSA, das wird zwischen dem Stick und dem Server ausgemacht. Das wird nicht zwischen dem Rechner und dem Server, sondern diesem Stick hier. Das heißt also, der Server bekommt dann der Client bekommt nur dann zum Schluss gesagt, so, und das ist jetzt der Session Key, also der nur für diese eine Verbindung gilt. Und sobald ich die Verbindung abbreche, ist die Verbindung weg. Und so kann ich sicher sein, dass ich mich an einen öffentlichen Rechner setzen kann, stecke das Ding rein und könnte dann mich mit dem Server verbinden. Und du musst dazu nichts installieren, außer dieses Firefox-Plugin. Das ist das Problem unter Windows, an den meisten Windows-Kisten und auch auf den meisten Linux-Kisten ist die Software defaultmäßig nicht installiert. Also, aber auf den meisten öffentlichen Computern darfst du nicht installieren. Richtig. Das heißt also, an bestimmten Dingen daran scheitert es schon. Und die meisten unterstützen die nicht. Ich hab den Stick unter Windows noch gar nicht getestet, aber Johnny hat es auf Mac OS X getestet und ich auf GNU Linux.
verschiedene Distributionen, Gentoo und Ubuntu. Das war eigentlich kein Problem, okay, das Ding zu verwenden. Ja, also das Ding ist eine OpenPGP-Karte unter anderem und man kann darüber dann auch SSH fahren. Man kann auch Client-Zertifikate für Seiten verwenden. Und was jetzt nämlich noch wirklich interessant ist am NitroKey, es hat unter anderem auch OTP, also One-Time-Pad Passwörter. Das heißt also, es generiert ein Passwort, das nur einmal gültig ist. Das, ich habe das jetzt mal mit GitHub getestet. Ich habe GitHub gesagt, so, ich habe so ein Ding und möchte jetzt den OTP-Key haben. Das heißt, die haben dann eine kleine Nummer mir angezeigt. Die habe ich dann meinem Stick gesagt und daraufhin waren der Stick und GitHub sich einig, okay, wir wissen, wovon wir reden. Und jetzt kann ich mich bei GitHub mit diesen Einmal-Passwörtern anmelden. Du brauchst nicht mehr dein GitHub-Passwort eingeben. Das braucht man noch zusätzlich. Aber zumindest gibt es mehr Sicherheit. Also wenn ich mich jetzt an einen öffentlichen Rechner hinsetze, gebe ich mein GitHub-Passwort ein. Das hat zwar jetzt dieser Client-Rechner auch, aber er hat dieses Einmal-Passwort nur für dieses eine Mal. Ein zweites Mal funktioniert er nicht mehr. Das heißt, ohne diesen Stick ist es nicht möglich, nochmal sich mit GitHub zu verbinden. Muss der GitHub das unterstützen von sich aus? Ja, die Seiten müssen das alle unterstützen. Google unterstützt es, GitHub unterstützt es. Wer es noch unterstützt, weiß ich jetzt nicht auswendig. Aber es werden immer mehr. Und alle damit wahrscheinlich, die den Google Authenticator unterstützen, richtig, auch. Richtig, das wollte ich jetzt sagen. So. Ja. Was ist der Unterschied zwischen das und einem Steam Authenticator oder einem Blizzard Authenticator? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Es ist auch so, es ist etwas, das man gibt den Passwort ein, aber es ist auch ein USB-Stick, das man einsteckt und dann ist es eine Two-Factor-Authentication. Ja. Also das hier ist ja Two-Factor-Authentication, aber du bekommst wirklich dann von Steam bzw. Blizzard so einen Stick zugeschickt? Das kann man kaufen, glaube ich, ja. Okay, interessant. Von Blizzard weiß ich, das haben die wegen World of Warcraft und die Dismantle-Leute irrsinnig viele Wochen oder Jahre ihrer Charakter gespielt haben auf diesen MMORPG. Weiß nicht. Wozu brauchen die dann das? Das verstehe ich nicht. Nein, die haben diese ihre Charaktere. Und damit es nicht gestohlen wird. Soll es nicht gestohlen wird oder das Probleme gibt. Die haben diese Two-Factor-Authentication, dadurch, dass es passiert in solchen Spielen. Also die haben Angst, dass sie irgendwo das spielen bei einem Freund und der versucht dann ihren Charakter zu stehlen, indem er sich nochmal einloggt. Oder jemand ein Hacker sieht das und dann sieht es und nimmt alle seine Sachen und Geld und alles und gibt es jemand anders im Spiel. Es ist wirklich seltsam, dass tatsächlich Pornos und Computerspiele die Industrie weiterbringt, mit Technologie anbelangt. Ja, im Prinzip, das ist Two-Factor Authentication. Es hat halt kein Display und der Google Authenticator muss man immer vom Display ablesen und eintippen. Hier ist es sozusagen Copy-Paste. Man braucht dafür eine entsprechende App, die vom Hersteller bereitgestellt wird. Was jetzt noch, was ist jetzt der Unterschied zum YubiKey? Das dürfte wahrscheinlich mehr Leuten was sagen. Der YubiKey ist auch so ein Stick, allerdings ist das Ding Closed Source und recht verbreitet. Der NitroKey ist Open Hardware und Open Source. Sehr gut. Das ist eine Java-Card drin. Johnny hat das Ding schon auseinandergenommen. Mhm. Er kann sicherlich mehr sagen, was das Innenleben angeht. Johnny, falls du zuschaust oder zuhörst, wir brauchen dich in der Sinn. Ja, genau. Einmal das Innenleben erklären. Okay. Was ist der Vorteil vom YubiKey? Er hat eine Tastatur drauf und kann daher mit dem Keylock nicht abfangen. Ja, also es gibt ja auch die... Gibt es keinen USB-Stromlogger, der einfach mitloggt, was da zwischen USB und PC passiert? Also ich denke, das müsste relativ einfach gehen. Spätestens dann, wenn du in einer virtuellen Maschine bist, kannst du mit dem Hypervisor mitlesen. Aber der Schmäh ist eben, über dieses OTP hast du ja nur One-Time-Passwords, das heißt, du kannst sie mitlesen, aber du kannst sie dir auch dann in die Haare schmieren, diese Sachen, die du mitgelesen hast, weil sie gelten eben nur einmal. Und du kriegst deswegen nicht den Algorithmus und den privaten Schlüssel, mit dem du weitere Passwörter erzeugen könntest. Also die einzige Information, die du eigentlich gewinnst, ist, dass sich derjenige eingeloggt hat. Aber den YubiKey gibt es auch ohne Tastatur, weil ich kenne nur die ohne. Aber jetzt ist das
ist gar kein YubiKey, ich muss ihn wieder ausgraben. Das glaube ich nämlich auch. Ich habe auch einen Smartcard-Reader, ja. der hat nämlich einen PS2 und einen seriellen Anschluss und den klemmt den PS2 an den Rechner an und die eigentliche Tastatur an diesem zweiten Eingang von diesem Smartcard-Reader und der fängt dann sozusagen die Tastatur ab, wenn die PIN-Eingabe benötigt wird. Ja. Dann trennt er das von hardware-technisch. Und was noch eine Anwendung davon ist Anmeldung am Rechner. Also, dass du den USB-Stick als Schlüssel zur Anmeldung am Rechner verwendest. Und was passiert jetzt, wenn ich dieses Key physikalisch verliere und es fällt mir ein Kanaldeckel oder der Hund frisst? Dann ist es ungefähr so gut der Laptop wie dein jetziger PC. Ja, das ist im Prinzip, ist dieser Schlüssel dann unbrauchbar. Du solltest den auch überall löschen, weil es könnte trotzdem jemand finden. Mhm. Du solltest immer vom Schlimmsten ausgehen. Nein, aber ich meine, kann ich dann irgendwie trotzdem noch beweisen, dass ich bin, wenn ich den physikalisch vernichtet habe? Also bei GitHub und auch überall, die dieses Google Authenticator Protokoll verwenden, es ist so, dass du einen Notfallschlüssel dazu bekommst. Das sind so circa ein Dutzend oder zwei Dutzend, die druckst du dir aus und legst in den Tresor. Gilt aber nur für das Service? Nur für dieses eine Service, ja. Das heißt, du musst dann wirklich für die von Google, die für GitHub mit dem und sonstige... Papier. Ja. Also ich muss ja ein Papier irgendwo auf. Richtig. Okay. Was nämlich auch noch eine Sache ist, wenn man damit anfängt, ist die Schlüssel zum um verschlüsselt Kommunikation zu machen, die würde ich nämlich nicht auf dem Key generieren, sondern auf einem PC und dann auf einen USB-Stick kopieren und diesen in den Tresor reinlegen. Während Authentisierung, wie zum Beispiel SSH und solche Sachen, würde ich wiederum auf dem Stick generieren, weil das möchtest du auf jeden Fall nirgendwo auf dem PC haben. Aber wenn du halt jederzeit wieder drankommen möchtest, Notfall-Stick halt. Das ist die, das, was man empfehlen würde. Es ist so, als würdest du den Haustürschlüssel verlieren. Okay. Nur, dass es halt kein Schlosser gibt. Und weiß, nicht was für mehr, als ich mich wollte. Okay. Ja, es ist viel Technik. Dennis, letzte Chance, dass du noch ein Tech-Thema kriegst. Dann spiel ich wieder. Okay, gut. Ich habe was Lustiges. Und zwar habe ich mir gedacht, oh, ich habe jetzt einen Fernseher und ich habe jetzt so einen Stereo-Verstärker. Ich habe auch zwei Fernbedienungen. Ist das mies, da muss ich immer wechseln und ich habe nicht genug Batterien dran zur Hand gehabt. Hat mir nicht gefallen. Okay, bin ich mal einfach in den Laden meines Vertrauens gegangen und habe mir Universalfernbedienungen angeschaut. Und, die Idee ist, dass du damit mehrere kleine Fernbedienungen ersetzen kannst. Ja, genau. Okay. Ich habe eine Fernbedienung für alles. Das war, und dafür gibt es keinen genormten Standard? Diese Infrarot im Prinzip schon. Aber welche Tasten was bedeuten? Nein. Das heißt, du musst deine Universalbedienung lehren, was die Kleinen machen. Also es gibt dann im Handbuch dann mehrere Seiten von Codelisten. Da steht dann der Hersteller, wie zum Beispiel Philips, Yamaha und so weiter. Und dann muss ich die eintippen in die Fernbedienung. Ja. Dann weiß der, aha, das handelt sich dabei um dieses Gerät. Bei meinem Fernseher hat das funktioniert. Die meisten Tasten haben funktioniert daraufhin. Aber auch nicht vollständig. Das hat einiges gefehlt. Aber mein Stereo-Verstärker von Cambridge Audio, die Codes haben überhaupt nicht funktioniert. Das hat gar nichts gebracht. Und ja, ich war etwas enttäuscht, habe dann direkt die E-Mail an den Hersteller geschickt. Das ist übrigens One for All. Die funktionieren tadellos. Hat das nicht so einen Lernmodus? Ja, genau richtig. Das Ding kann man trainieren. Oder den hast du erst vom Hersteller erfragen müssen? Nein, diesen Lernmodus ist im Handbuch beschrieben, wenn das Ding verwendet. Das heißt, wenn ich zwei Fernbedienungen physikalisch habe, kann ich der Schlaueren sagen, lern jetzt, was die... Diese One for All kann, die stellt man gegenüber, gibt ein paar Codes an, drückt dann die Taste, die man sozusagen aufnehmen möchte, und drückt dann die Taste auf der eigentlichen Hersteller. Und dann merkt die One for All, aha, das ist jetzt der Code, den ich senden muss, wenn diese Taste gedrückt werden wurde. Und dann hat sie vier Modis, TV, Amp, SAT und Blu-ray, glaube ich, oder sowas. Und dann schaltet man dann um und kann dann die einzelnen Geräte steuern. Mhm. Ich bin aber sofort drauf gekommen, wie ist das so kompliziert? Ich gehe einfach TV-Modus und bringe dir jetzt bei, wenn ich die Lautstärke-Taste drücke, soll es die Signale senden für den Verstärker.
Wenn ich aber Nummern oder sowas eintippe, soll es an den Fernseher senden. Okay, und das hast du können. Ja, ich habe im Prinzip die Fernbedienung mit zwei. Fassen wir das ein bisschen zusammen. Du hast jetzt eine Universalfernbedienung, mit der du deinen Verstärker und was noch? Den Fernseher. Komplett steuern kann, ja. Funktioniert es auch mit einem PS3? Nein, weil die hat kein Infrarot, sondern Bluetooth ja. Mhm. Mein Fernseher schickt nämlich die ganzen Signale, die ich da reintippe, wie zum Beispiel Play, weiter an die PlayStation. Das ist CEC und der Fernseher, ich kann dann von meiner Fernsehfernbedienung, also auch mit dieser Universal, meine PlayStation fernsteuern. Ja, das geht. Warum frage ich überhaupt, was für einen Sinn hat es, die PlayStation zu fernzusteuern? Die willst du ja spielen, oder? Für Blu-ray-Filme, weil die keine Blu-rays abspielen. Also die benutzt du als Blu-ray-Abspieler? Ja, ja. Aber also kannst du es mit der, über den Fernseher kannst du es mit deiner Universalfernbedienung, den Verstärker, die Stereoanlage und den Fernseher und indirekt auch die Blu-ray alles fernsteuern mit einer Macht. Und auch meinen Raspberry Pi. Oh, weil das nämlich auch am Fernseher angeschlossen ist per HDMI und dann bekommt es auch alle Signale mit. Ich benutze meine PS3 aus einem Media Player für Video und so. Brauchst noch für Jasper einen kleinen Roboter, wenn du sagst, dreh lauter, dass er dann auf die Lauter-Taste drückt von der Fernbedienung. Damit man ich wollte nicht sagen, Jasper. Aber mein neues Projekt ist nochmal ein anderes, bevor ich Jasper nämlich umsetze, weil ich möchte es natürlich haben. Jasper macht die Musik lauter. Ich habe mir nämlich jetzt für 1 € so eine gebraucht Alt-Fernbedienung besorgt und habe die schon auseinandergenommen, damit ich den Infrarotsender direkt an meinen Raspberry Pi löten kann. Weil man, das Raspi dann die Fernbedienung fernsteuert, oder was? Dass es der Raspi eine Fernbedienung wird. Weil der hat dann den Infrarot-Sender und es gibt auch die ganzen Codes im Internet und dann kann ich sagen IR Send und dann sagt er den Code und dann wird die Lautstärke hochgedreht. Perfekt. Dann also brauchst du noch ein Philips Hue und immer wenn der Nachbar dann bei sich das Licht aufdreht, geht bei dir der Fernseher noch so. Ja, genau. Das verwenden ernsthaft schon manche Leute jetzt, um Sachen remote zu stellen, weil das hat ja Internetzugang auch. Mhm. Du kannst dann remote Sachen zurück reinspielen in dein Heimnetzwerk über die Philips Hue. Ja. Also die sozusagen als gezielte Sicherheitslücke in dein eigenes Heimnetzwerk hineinzubringen. Meine Herren, nachdem ich euch jetzt 1 Stunde zugehört habe, hassle ich jetzt leider selber. Du hast es jetzt wirklich überlastet. Ja, und zwar kann ich der Welt hier stolz verkünden, es gibt einen neuen Podcast, nämlich, wie heißt er jetzt? Coding Teacher Podcast. Und der besteht hauptsächlich aus Resteln vom Biertaucher Podcast. Die eh schon gesendet worden sind. Oder die so macht man ja. Ach so. Ja. Und der ist auch Englisch. Also das, was ich jetzt sage, hört eh keiner. Wie nennt man das? Mockup? Nee, wenn man etwas neu zusammenschneidet? Remix. Ja, genau, ein Remix. Genau. Aber ich habe natürlich auch vor, Original-Content zu bringen. Und geht einfach um meine Themen Programmieren zu unterrichten. Ja, und die Idee ist eigentlich ein Projekt für die CodeWeek EU-Leute, die mich einmal nach Brüssel eingeladen haben, wo ich CodeWeek EU-Ambassador bin für Österreich. Und die Idee ist also, dass die Leute sich untereinander besser kennenlernen, aber auch, dass jeder, der irgendwie so wie ich drauf ist und gern Programmieren unterrichtet, speziell auf Kinder, für Kinder, dass er halt mit anderen leichter in Kontakt kommt im Audioformat. Und daran arbeite ich jetzt. Und weil du vorher gefragt hast, ich habe das Ganze über GitHub Pages gemacht, das wollte ich immer schon tun, ein GitHub Pages Projekt machen und das geht relativ gut. Und die Idee ist jetzt, dass auch jemand, der nur das Webinterface von GitHub bedienen kann, kann mir trotzdem eine neue Episoden-Subseite machen oder irgendwo ein Transkript machen oder irgendwas an der Homepage herumbasteln. Also anstatt, dass ich ein neues Doku-Wiki aufsetze oder in den Wiki pflege, verwende ich die Infrastruktur von GitHub. Und für das Audio-File-Hosting verwende ich internetarchiv.org, weil da lädt man einen rauf und kriegt ihn dann in OGG und MP3 und diversen anderen Formaten angeboten. Hast du geschaut, was die für Downloadraten dann haben? Internetarchiv.org? Ja. Ist das okay? Ist mir wurscht eigentlich. Aha. Gut, kann ich nicht warten. Wenn es mit Feedreader, also wenn es mit Podcatcher runtergeladen ist, ist es runtergeladen. Ja. Und so gesehen ist es eigentlich wurscht. Also ich habe schon natürlich selber probiert, da
was runterzuladen. War okay. Ja, sicher. Und die, es, ich habe zwar irgendwo gelesen, dass er ein bisschen langsamer ist als ein anderer Service, aber das Internetarchiv.org unterstützt Creative Commons Lizenz beim Raufladen. Und es gehört nicht, so viel, weit ich kapiert habe, gehört es keiner Firma, sondern einer Organisation. Ja. Und das war mal sympathisch. Ne? Ja. GitHub, also die Shownote-Seite selbst ist jetzt auf GitHub, was eigentlich eine Firma ist. Die könnten pleite gehen und dann wäre es weg, aber das Risiko gehe ich jetzt nicht. Nachdem es ein Git-Repository ist, kannst du es ja bitte. Können Sie aber auch dann hosten, genau. Ja. Aber ich wollte jetzt irgendwie, ich wollte niemandem ein Passwort geben müssen und ich wollte. Also meine Hoffnung ist, dass die meisten Leute mitmachen, doch ein bisschen was vom Coding verstehen und dass die dann auch fähig sind, mir einen Pull-Request zu machen. Und dass ich sozusagen das Ganze von GitHub, das ganze System mit Issues und Task-Zuteilung eben benutzen kann. Mhm. Du kannst sogar Leuten dediziert direkt... hast du das als Organisation? Ja, ich habe eine die Organisation Coding Teacher Podcast gegründet. Weil dann kannst du auch anderen gleichzeitig direkte... ja, ich könnte andere zum Admin machen. Ja. Ja, ich glaube, ein Schüler von mir ist schon Admin jetzt. Ja, das ist eine feine Sache. Genau, und da wollte ich auch sagen, ich habe nämlich einen Original-Content, der nicht im Biertaucher-Podcast war bis jetzt. Mhm. Und zwar ist das ein Schüler von mir, um gleich Werbung zu machen für Spielen und Programmieren. Und der ist 10 Jahre alt und hat seinen ersten Python-Workshop gehalten für seine Kollegen. Bin ich natürlich sehr stolz drauf. Und dann habe ich ihn auf Englisch interviewt und das ist im Podcast jetzt drin. Und was hat er gemacht mit Ihnen? Er hat irgendwie die Idee aufgebracht mit einem anderen Schüler, mit dem er immer bei mir im Kurs geht. Hat er gejammert, dass der EDV-Unterricht so fad ist, weil da tun sie nur Word oder so. Er ist 10, ja, er ist in der ersten Gymnasium. Und dann hat er der Lehrerin irgendwie vorgeschlagen, er zeigt sozusagen, wie man es wirklich macht und bringt denen jetzt Python-Programmieren bei. Und dann habe ich die beiden noch einmal eine Stunde trainiert und ihnen halt einen Vorschlag gemacht, welches Beispiel gut geht, weil ich ja viele Workshops mache. Dann war ich der Schüler, das war lustig, habe mich so schlecht wie möglich benommen und so dumme Fragen, wie ich nur konnte, gestellt und die beiden haben mich dann halt korrigieren müssen. Und hat das in der Schule jetzt auch schon machen dürfen? Er hat schon gemacht, ja. Sie haben den Workshop schon gemacht und hat gesagt, das ist gut angekommen. Also, und er hat auch, ja, also ich habe mir so vorgekommen, als habe ich jetzt einen Mini-Mi geklont. Hast du jetzt auch gesagt, was er inhaltlich gemacht hat? Ja, habe ich noch nicht gesagt, was er gemacht hat. Es war Python installiert auf den Geräten in der Schule und er hat ein Beispiel gemacht, das meiner Erfahrung nach relativ gut in einer Stunde geht, auch mit einer größeren Klasse. Und zwar lasse ich sie Listen machen von Namen, also Susi, Peter, Stefan, und also als Python-Liste, also Freunde ist gleich eckige Klammer auf und das. Dann eine zweite Liste von Verben, wie Verben ist gleich stiehlt, küsst, mampft, stötet. Ja. Und dann eine dritte Liste von Orten, ja, am Spielplatz, im Schulhof. Und dann mit Random Choice so einen Generator, der daraus kleine Sätze bildet, wie Stefan also, küsst Dennis am Schulhof. Es geht um einfache Algorithmen irgendwie sozusagen. So eine Vorschleife, die dann, ja, es geht eigentlich darum zu vermitteln, dass du, wenn du eine Liste tippst, eckige Klammer aufmachen musst, Anführungszeichen machen musst, Anführungszeichen zu, Komma, Anführungszeichen auf. Also eher um dieses Tippen und Coden an sich. Ja, aber du hast Datenstrukturen damit drin. Ja, aber ich rede nicht drüber. Ich könnte drüber reden, man aber... Man muss nicht drüber reden, was zu unterrichten. Sie machen es, genau. Ja. Sie lernen es implizit. Weil das hat auch, das habe ich ihm dann auch gesagt, also er wollte zuerst so eine riesen PowerPoint-Präsentation machen, wo er das alles erklärt. Ja, er hat gesagt, du es nicht erklären, schau, dass es tippen und das Erfolgserlebnis haben, dass es machen. Und er hat dann auch gesagt, ein paar haben dann ein bisschen sich interessiert, was sie da eigentlich gemacht haben. Und die meisten waren sehr zufrieden, dass es funktioniert hat. Und das ist meiner Meinung nach auch gut für einen Workshop, wenn du gar nicht viel erklärst und nur dann erklärst auf Nachfrage, wenn es überhaupt wen interessiert. Weil sonst erklärt man nur, den Leuten ist Fahrt und dann ist die Zeit aus. Und dann ist die Zeit vorbei. Und so haben sie es gemacht. Sie haben was gemacht, sie haben erfolgreich programmiert und das Beispiel ist gut angekommen. Na nett. Und er hat auch stolz erzählt, die Lehrerin ist dann daneben gesessen und hat dabei irgendwelche Schriftsachen machen können. Also alle waren hochzufrieden. Die haben nicht aufgepasst. Na, frech. Ja, vielleicht hat es mit einer mal mitgegeben. Ja, und das alles natürlich im Coding Teacher Podcast. Coding Teacher Podcast GitHub.io, glaube ich. Oder githubpages.io. Wird Ihnen schon noch verlinkt. Tja, kommen wir zum schönen Leben. Ich habe einen Haufen Fahrradthemen. Bitte schön. Wir waren auf der Critical Mass. Critical Mass, endlich Politthema. Ich habe gewusst, dass ich war, aber nicht gewusst, dass du warst. Ist die Critical Mass eine einmonatlich
stattfindende Demonstration. Am dritten Freitag des Monats immer. Ja, Treffpunkt um 17 Uhr am Schwarzenbergplatz. Ja, meistens geht es erst um 17:30 los, aber. Oder um 6 oder um noch später. Aber 17 Uhr treffen. Wo man sich mit Fahrrädern aller Art trifft und die Stadt, die Straßen der Stadt zurückerobert. Mhm. Also man fährt unter Begleitschutz der Polizei quer durch die Stadt, sehr nett ist. Es ist eine unangemeldete Demo. Also es ist nicht angemeldet, aber die Polizei ist immer da. Also sie haben sozusagen quasi ein Gentleman's Agreement geschlossen mit der Polizei, sodass die Polizei im Vorhinein jetzt ein bisschen weiß, wie die Strecke sein wird, aber es wird auch teilweise dann variiert. Und die Polizei sagt dann auch teilweise während der Demonstration, na, so geht es aber nicht, das ist zu gefährlich, das ist zu eng oder so. Also Straßen sollten nicht zu eng sein, weil wenn da ein Pulk von 2000 Radfahrern durchfährt, dann könnte das gefährlich werden. Dann wird im Allgemeinen versucht, Straßenbahn zu vermeiden, schon um den Straßenbahnverkehr nicht aufzuhalten, weil es geht nicht darum, die Öffis aufzuhalten, sondern es geht eher darum, den Individualverkehr zu behindern. Es sind ja immer jede Menge Inlineskater dabei, ne? Das ist Friday Night Skating. Da gibt es auch einen großen Unterschied. Bei der Critical Mass ist meines Wissens Fußgänger Vorrang weiterhin. Das heißt, wenn Fußgänger kommen und die Straße überqueren, haben die Lässt Vorrang. Man die Das heißt, die Critical Mass ist wirklich eher radfahrlastig. Da sind absolut weniger Inlineskater dabei. Ja, also Inliner habe ich dort gar nicht bisher gesehen. Roller sind relativ viele, das werden langsam mehr. Tretroller? Ja, das wird immer mehr. Mit Elektro-Unterstützung? Nix, mit Beinen. Mit großen Reifen halt. Ja. Und die haben das ziemlich drauf, also die fahren ohne Probleme mit dem Fahrrad. Aber ist das nicht viel bewegungsineffizienter als ein Fahrrad? Nein, wenn man das richtig kann, schau das nächste Mal zu. Ja, das schaut nicht sehr ineffizient aus. Das ist genauso ineffizient. Also weniger Gewicht als ein Fahrrad. Ich glaube, es geht hauptsächlich darum, dass man gute Technik hat beim Antreten. Und die werden halt auch halbwegs fit sein. Aber die haben auch brauchbare Bremsen mittlerweile hinten am Hinterrad und so. Und Beleuchtung und alles. Aber man braucht halt wirklich mehr Training als beim Fahrrad. Also Muskelkater kann ich mir sehr wohl vorstellen. Roller? Was ist ein Roller? Wie bitte? Was ist ein Roller? Ein Roller, so ein Brett mit zwei Rädern. Mit vorne und hinten. Tust du dann, so wie ein Skateboard mit einer Lenkstange. Du meinst, was heißt das? Ist das Kickboard? Aber es sind große Räder, bei denen Okay. Also so groß wie bei meinem Fahrrad, also so 18, 20 Zoll. Ja, verstehe. Und richtig mit Bremsen und Licht und so. Also das Scooter? Ja, genau. Ja. Aber kein Motor. Ja, natürlich. Und eben nicht so kleine Reifen, sondern große. Okay. Und da gibt's auch so richtig mit Vereinen, weil die fahren teilweise auch mit Helm, auf denen dann der Name vom Verein draufsteht. Ich glaube, Scooter Austria Team oder irgend sowas. Also die nehmen das sehr ernst. Okay. Cool. Und was sehr nett ist bei der Geschichte noch, ist, dass die Stimmung sehr entspannt ist. Ja. Und ist da auch dann so eine mitfahrende Musik, das haben nicht aber nur inoffiziell. Also nicht wie bei der Friday Night Skating ist ja vorneweg ein Auto mit lauter Musik und hinten dran kommen die typischen, wie immer, Musik und also die Überschneidung der Personen, die bei so, das Friday Night Skating ist, die Friday Night ist ziemlich groß. Also es sind wirklich dieselben Typen, die man antrifft. Besonders was die Musik anbelangt, immer dieselben. Also würde ich dann halt versuchen, den Ort zu finden, wo die Musik einem am besten gefällt und auch keine ist. Was ganz typisches Verhalten ist, was man dann immer wieder beobachtet, aber manche machen das sehr gut mit. Beim Friday Night Skating sind ja sehr viele Ordner dabei, die dann den Verkehr abhalten. Mhm. Das ist da überhaupt nicht dabei, das ist viel mehr selbst organisiert. Mhm. Ja. Und es gibt dann immer wieder so die klassischen SUV-Fahrer, die aus den Seitenstraßen raus und hinein in die Masse fahren das wollen. Das ist von mir rausgekommen. Und dann haben wir einen Tötungswunsch oder nur wollen ja Arschloch raushängen lassen. Ja, sie kommen da jetzt. Ego. Sie sind stark. Ja, genau. Und dann werden sie umzingelt von aufgebrachten Und Fahrrad stellen sich dann Fahrradfahrer vorn ganz knapp quer, was die dann noch mehr aufbringt und so weiter. Also das sind so die Momente. Da schlägt das goldene Wiener Herz höher. Aber sonst ist es eine sehr friedvolle Veranstaltung. Friedvoller als Friday Night Skating, wo mehr Stress herrscht auf jeden Fall. Warum herrscht mehr Stress beim Friday Night Skating? Ja, wegen den Ordnern, die dann Fahrradfahrer rechts fahren in einer Richtung. Also du wirst mehr geordnet von den Ordnern. Ja, und dadurch, dass es halt diese Ordnung gibt, also sie sind ja verpflichtet sozusagen darauf, auf alles aufzupassen, ist es halt ein bisschen stressiger und das Tempo ist ein bisschen höher, würde ich sagen.
beim Freudenetz-Kitty. Ja, ja. Das heißt, die Critical Mass ist gemütlicher sozusagen. Ein bisschen gemütlicher, allerdings auch anstrengendere Strecken zum Teil, weil 19. Bezirk... Park rauf geht das letzte Mal. Ja, ja, boah, ist heftig. Und ja, es ist Geschmackssache auch. Es ist wesentlich gemütlicher, die Ordner sind weniger, es ist mehr selbstorganisiert. Und mir kommt auch die Polizei etwas entspannter vor. Das kann auch sein. Was ich überraschend finde, weil eigentlich die haben sie nicht einmal. Ja, sie haben quasi mehr Aufgaben, weil es ja die Ordner nicht gibt sozusagen. Ja. Aber trotzdem wirkt, also ich habe das Gefühl, die sind sehr entspannt dabei. Ja. Und die hupen nicht, dass sie gerade vorbei wollen, sondern warten, bis man bemerkt, oh, ich bin im Weg, Entschuldigung, und fährt zur Seite. Und dann also wenn das Polizeiauto hinter dir vorbei also will. Motorräder. Das Motorrad, ah, okay. Ja. Also das ist wesentlich entspannter und es ist eigentlich auch nicht so viel nötig. Mhm. Ja. Ja, cool, ja. Also es ist ein viel familiärere Stimmung. Ja. Und zwei Tage drauf war gleich die nächste Veranstaltung. Warst du da? Fast. Der Lastenradkurs. Also. Ja. Nachdem nämlich Regen war, war ich nicht mit dem Rad dort, sondern nur Mercedes. So. Und wir haben uns einfach die Lastenräder ein bisschen angeschaut. Okay, und Ruskaya? Die waren noch nicht da, wo wir dort waren. Okay. Und zwar ist das losgegangen ins Wasser gefallen. Vom berühmten Wiener Platz der Menschenrechte, den jeder Wiener kennt. So die drei berühmten Plätze in Wien, nicht? Der Karlsplatz, der Stephansplatz und der Platz der Menschenrechte. Hat der früher mal anders geheißen? Davon gehe ich aus, weil ich glaube eigentlich, dass der gar keinen Namen hatte. Es ist der Platz vor dem Museumsquartier, der heißt Platz der Menschenrechte. Ja. Der Innenhof oder der Außen? Außen. Außen, dort wo Außen. Auch immer diese... Wo man U-Bahn runtergeht so. Wo auch immer diese Essbuden Veranstaltung ist, mit den kulinarischen Angeboten. Ich weiß gar nicht mehr. Okay, gut. Ende von der Marienverstraße. Ende von der Marienverstraße. Ja, ja. Unteres Ende von der Marienverstraße. Okay, das wusste ich auch nicht, dass die... Weil noch weiter unten heißt Bamberger Straße. Ja, ja. Ah, okay. Das ist ein Platz. Das ist ein Platz und das heißt der Platz der Menschenrechte. Okay. Ja, es gibt doch, glaube ich, kein Haus, was die Adresse Platz der Menschenrechte hätte. Sondern die heißen alle nach den Straßen. Ja, ja. Okay. Wie hieß die Veranstaltung nochmal? Irgendwas mit... Lastenradkorso. Und dort war der Ausgangspunkt. Dort war der Ausgangspunkt. Und du bist dann zu Fuß mitgegangen. Nur angeschaut. Und waren viele Lastenräder? Nicht besonders. Und das war auch regnerisch und so. Also das ist, ich glaube, ich habe in der Future Zone einen Artikel drüber gesehen. Yep. Und zwar hat es stattgefunden im Zuge der European Cycle Logistics Conference. Ja. So was haben wir gerade in Wien. Also eine Lastenfahrradkonferenz, wenn man so will. Okay. Also ich wollte mitfahren, es durften nämlich auch Leute mit Nicht-Lastenrädern mitfahren, aber da es mir zu stark geregnet hat und ich nicht nass werden wollte von hinten, weil ich kein Schutzblech habe, habe ich dann gesagt, nee, ich fahre nicht mit. Schutzblech gehabt. Ich habe keins. Ah, das kennst du nicht. Das ist eine Referenz auf Loriot. Ah, okay, das kenne ich auch nicht, interessant. Ich verstehe sie nicht, mein Schutzblech gehabt. Ja. Was jetzt zu dem Thema ich noch zu sagen habe, ist, und zwar, was ich nicht wusste, ist, dass es in Wien einen Zuschlag dafür gibt, wenn man sich ein Lastenrad anschafft. Nein, kriegst du dann ja, und zwar, wenn ich es richtig verstanden habe, 800 Euro. Hallo? Das ist nicht wenig. Ich glaube, es ist auf 500 gedeckelt. Okay, inzwischen... Für Lastenrad, für Lasten-E-Bike ist es mehr. Okay. Und das wusstest du deswegen nicht, weil es ganz neu ist. Das gibt es erst seit 2 Wochen. Mhm. Und 100 sind schon ausgeschöpft. Also 100 haben schon beantragt. Mhm. Und es ist relativ limitiert. Aus. Ja, es ist, glaube ich, 200.000 Euro dotiert. Mhm. Und es ist heuer das erste Jahr. Also das ist alles ganz neu. Ja. Und auf der Webseite von dem Fahrrad Wien findet man auch die Infos dazu, wie man diese Förderung kriegt. Mhm. Aber ich glaube, heuer wird es wahrscheinlich schon knapp werden, wenn das noch wer will. Und die Förderung ist so, du kannst nicht vorher ansuchen und dir dann das kaufen, wenn du die Förderung kriegst. Du musst es einmal kaufen, sondern du musst zur Förderung, zur Einreichung die Rechnung mit einreichen schon. Das ist die Bedingung. Aber immerhin tut sich da was und das ist schon cool. Ein Bekannter hat sich nämlich das tatsächlich überlegt, er hat derzeit ein Fahrrad mit Anhänger und ein Lastenfahrrad wäre schon ein bisschen praktischer. Ich weiß nicht. Also ich bin wieder ein bisschen davon abgekommen. Okay. Wie oft habe ich denn Lasten zu transportieren und da hänge ich dann einfach den Anhänger dran. Und im Zuge dessen gibt es gleich was Neues, was mich gerade wieder juckt, mir einen neuen Fahrradanhänger zu kaufen, weil mein liebster Möbelhändler hat gerade Fahrradanhänger im Angebot, sprich IKEA verkauft gerade
Lastenfahrräder und Fahrradanhänger. Also eigentlich ist es ein Hollandrad. Ist ein Lastenfahrrad, wenn ich ein Fahrrad, mit dem du Lasten... Das ist eine Kiste vorne drauf. Ach so, ja, das montiert. Ja, das von Ikea hat nur vorne und hinten Gepäckträger. Mhm. Also es gibt sozusagen welche, die weniger können und welche, die mehr können. Also ein richtig... man kann es am besten mit einer Sache, die ich letztens gehört habe, nämlich... was war das nochmal? Die Wirtschaftskammer hat geschrieben, dass die Lastenfahrräder ja für nichts zu gebrauchen. Ja. Man kann ja keine Therme damit. Richtig, machen. Genau. Therme ist Heizung für Wohnung, nicht? Und ja. Daraufhin hat dann einer 2 Thermen zur Wirtschaftskammer gefahren mit einem Lastenrad. Es gibt in Wien auch eine Firma, die heißt Moderna. Die waren so ziemlich die ersten, die Lastenfahrräder, Zweiräder für Schwerlastentransport entwickelt haben. Also du hast Transportkapazität von 200 Kilo mit dem Fahrrad. Also das ist eine fast genug für mein Klavier zu transportieren. Ja, da kannst du noch vorne drauf spielen. Und mit so einem Fahrrad, also mit einem österreichischen Fahrrad, hat dann ein österreichischer Fahrradkurier 2 Thermen zur Wiener Wirtschaftskammer gebracht. Das war noch nicht mal ein Kurier, sondern der Installateur selbst. Ach so? Ich dachte, ja, das war ein Installateur, der das gemacht hat. Also hat sich bewiesen, dass das doch geht. Ja, also wirklich, sich drüber lässt sich. Aber er wurde nicht reingelassen. Ja. Und es gibt halt auch die, so wie Rikschas aufgebaut, also vorne eines, hinten 2 Räder und dann so bis 300, 350 Kilo Transport und dann mit Elektromotorunterstützung und so. Ja. Und jetzt hat auch im Zuge von der Konferenz angekündigt, dass sie in Wien das UPS, also diese, wie sagt man zu sowas, Post-Alternativanbieter, in der Innenstadt mit Lastenfahrrädern zustellen werden lassen in Zukunft. Mhm. Achso, UPS. Ah, okay, UPS, die braunen. Ja, die braunen. Mit Fahrradkurier. Fangen jetzt auch in Wien mit Lastenrädern. Sehr schön. In anderen Ländern machen sie das schon und in Wien fangen sie an. Mit diesen klassischen 2 Rädern, wo vorne die Kiste ist, mit dem fangen sie in Wien an. Ich habe mal gesehen, dieses Video von wie die Ringstraße vor 100 Jahren in Wien. Mhm. Das ist schon sehr mit cool. Ja. Das wäre schön, wenn es wieder so... Ja. Wieder schön leer. Leer war es ja nicht, das war ja Verkehr. Ja, aber nicht Autos. Ja. Nicht Autos, es waren okay, Leute mit Pferde und mit Straßenbahn und so. Aber viel leiser. Aber es war mehr Fußgänger haben einen größeren Anteil am Verkehr. Mit Straßenbahn, aber ohne Oberleitung. Ja, Pferdetram hat es auch gegeben. Ja, aber zu den Zeiten gab es auch schon elektrische, trotzdem ohne Oberleitung. Das heißt, die Schienen waren elektrisch? Die haben nur zusätzlich unten eine weitere Stromleitung gehabt. Also die quasi so ein bisschen unten mit unten reingreifen und am Ring entlang sind die mit einem anderen Bügel gefahren, unten eben. Und das hat man aber dann umgestellt, weil man gesagt hat, das ist zu gefährlich. Ja. Das war unten bei Deppert eingegriffen. Ja. Wobei ich nichts gelesen habe, dass da wer gestorben dran wäre dran oder so. Aber man hat's hat es dann gestellt. Ja. Hast du nicht Filme oder? Ja, es gibt einen japanischen Film, das heißt Sword Art Online, falls jemand nicht, es ist eine japanische, zuerst Anime oder? Anime, ja, es gibt zwar eine Serie, gab zwar eine Serie in Japan, gab 2 Staffeln und jetzt gibt es diesen Film, die international gespielt wird und auch in Wien bei Sword Art Online. Ja, das ist ein Anime. Es fängt so an. In der Zukunft gibt es sowas wie ein Vive oder Virtual Reality Headset und das Spiel heißt Sword Art Online. Das ist ein Virtual Reality Spiel. Ja? So die Leute, und dann am Launch Day 10.000 Leute tun es auf ihrem Kopf und spielen es. Und dann merken die können nicht ausloggen. Und wenn die im Spiel sterben, dann sterben die auch in echt. Das ist wie es anfängt. Und so, es geht zuerst um diese Leute, die nicht ausloggen können, wenn dadurch, dass dieser Headset eine Mikrowelle hat. Ich verstehe es auch nicht. Die werden dann gleich gegrillt, oder? Ja, genau. Wenn es und es hat eine Batterie. Die, über die der Trump abgehört wird. Ja, und so, das ist, wie es anfängt. Und dann erste Staffel, zweite Staffel und dann jetzt gibt es diesen Film. Und die Film wird SCS, einmal deutsche Synchronisation, einmal japanisch mit, ich glaube, deutscher Untertitel und Millennium City auch einmal. Und wenn jemand es anschauen will, würde ich empfehlen, sofort es zu reservieren.
Ja, dieses Jahr, ich habe geschaut. Dir gefällt das gut? Also ja, es gefällt mir. Ja, es ist sehr. Es ist auch sehr sieht man sie dann kämpfen? Also konzentriert sich dann auf so Kampf-Dings? Ja, die Film ist ein bisschen anders. Es spielt, okay, zuerst ist die Serie war Sword Art Online und dann war der zweite Staffel über Gungrave Online, die eine Online spielt, nicht mehr mit Töten, aber ja, es ist so. Und dann die dritte, diese Film ist eine Originalfilm und es ist so mit Augmented Reality. Mhm. Also man sieht ja Kämpfen und so. Kann man den Film sich auch anschauen, wenn man die Serie nie gesehen hat? Ja, aber ich habe gehört, dass es nicht empfehlenswert ist. Okay. Aber die Serie würde ich sehr empfehlen. Okay. Das ist eine sehr... Es macht Spaß, dann zu schauen. Ich kann jetzt fliegen. Du kannst fliegen. Ich kann fliegen. Wie geht das? Ich habe geschenkt bekommen so eine Alternative zu Google Cardboard. Nicht von Google Cardboard, sondern vom Konrad gibt es so ein Ding, du hast mich daran erinnert, wo du gesagt hast, VR-Brille. HR. Augmented Reality. Nein, es ist nur VR. Okay, das wie ist wie heißt VR. Das Ding? Das ist ein No-Name-Ding, hat keinen richtigen Namen. So eine Art Google Cardboard. Ja, es ist im... Schaut ein bisschen besser aus, weil es Plastik ist, wo man ein Handy reinlegt und dann setzt man das so wie eine Taucherbrille auf. Und dann kann man am Handy Google Cardboard die App installieren und dann kann man nichts machen, weil das Ding hat nicht den den Magnetschieber dabei, den man sonst braucht. Weil die Navigation im Google Cardboard funktioniert so, dass man das Navigationselement anschaut, das ist irgendwo dann sozusagen in der Welt, das schaut man an und dann drückt man sozusagen auf Feuer, also auf den Knopf. Aber wenn man den Knopf nicht hat, dann kann man die Navigation nicht ausführen. Das heißt, das funktioniert irgendwie alles nicht ganz. Das habe ich gegoogelt. Man findet ja im Internet alles und da gibt es einen ganz einfachen Hack, wie man das Thema erledigt. Das funktioniert normalerweise nämlich auch nur so. Dieser Schieber, den man da hat beim Google Cardboard, ist im Prinzip nichts anderes als ein kleiner Magnet, der über ein Gummiband hin und her gefahren wird. Und diese Änderung im Magnetfeld wird vom Magnetfeldsensor am Handy empfangen und auf die Art und Weise das dann ausgelöst. Und das Ganze kann man simulieren mit einem Kühlschrankmagneten. Dann also einfach an einen Kühlschrankmagnet an der Brille vorbeischieben und das löst dann sozusagen den Trigger aus. Okay. Die Scheibenwischergeste macht auf einmal sehr viel mehr Sinn. Genau. Ich weiß nicht, wie das von außen aussieht, aber es funktioniert. Ich glaube, der Typ mit Taucherbrille. Ja. Und was erstens Brett vom Kopf oder macht er noch diese? Ja, genau. Wie heißt der Typ jetzt nochmal, der hier Bundespräsident? Van der Bellen. Die Van der Bellen. Ja. Und ich habe gesagt, ich kann fliegen und ich wollte immer schon Google Earth spielen, fliegenderweise sozusagen. Da gibt es ja diesen Flugsimulator-Modus, aber ich würde das gern so richtig fliegen und das kann man dann eben machen. Jetzt schaust du so rum. Nämlich ein Google Earth-Demo da drin, wobei da eigentlich nur vorgesehen ist, dass man drei Orte anfliegt. Die sind sozusagen einfach durch Navigation klickt und dann landet man dort eigentlich im Google Street View sogar drinnen, was ja auch nicht Google Earth ist und so weiter. Google Street View gibt es noch nicht in Österreich, gell? Gibt es nicht in Österreich auf öffentlichen Straßen. Von manchen Gebäuden gibt es es. Ich glaube von der SCS oder irgend sowas. Und in Deutschland und Österreich gibt es nicht, aber fast in Deutschland gibt es das. Nicht mehr. Oder wirklich? Ich ich habe die sogar rumfahren sehen damals, so 2007 oder 2008. Die haben es runtergenommen. Ach so, sie haben es wieder gelöscht. Zumindest viel verpixelt auch. Ja, also, die haben es runtergenommen. Ja. Das Witzige ist nämlich, dass meine Mutter auf einem Bild gerade am Fenster, wie sie das Fenster putzt, zu sehen ist. Und sie war nicht verpixelt und dann haben wir das an Google gemeldet, dass da eine Person zu sehen ist. Daher weiß ich, dass es auf jeden Fall gab. Aber vier Orte oder so Google Street View ist nicht Google Earth. Das ist ausgesprochen unbefriedigend. Ja. Ich wollte ja durch die Welt fliegen können. Ja. Also habe ich wieder gegoogelt und geschaut, ob man da nicht was machen kann. Und tatsächlich, man kann was machen. Nämlich, wenn man in dem Überblicksmodus ist, sozusagen oben drüber schwebt, dann ist man eigentlich schon im Flugsimulator-Modus. Ja. Also wenn man dann nur in eine gewisse Richtung schaut, dann fliegt man auch in die Richtung. Du fliegst automatisch in die Richtung, in die du schaust. Ja. Ja. Und es ist auch so, dass die Geschwindigkeit einfach abhängt von der Höhe, mit der du fliegst. Je niedriger du fliegst, desto langsamer wirst du. Und das haben sie recht geschickt gelöst, sodass ich dann wirklich
von irgendwo in der Schweiz, was ist der, das ist ein Skiort in der Schweiz, ein berühmter, von dort, ja genau, St. Moritz, von dort bin ich aufgestiegen, über Europa geflogen, bis ich dann bei mir zu Hause beim Haus vorbeigeflogen bin. So innerhalb von 10 Minuten kann man quer durch Europa fliegen, wenn man sich ausreichend orientieren kann. Es ist gar nicht so einfach, weil man hat fast nur die Küstenlinien als Orientierung, also die Seen hat man auch noch ganz gut. Also den Balaton sieht man super, aber den Neusiedlersee sieht man schon viel schlechter. Aber dann mit Balaton. Es fehlen halt die ganzen Beschriftungen. Ne? Es steht ja nichts. Keine Beschriftungen, keine Ländergrenzen, die fehlen ganz arg. Es ist wirklich nur Gelände. Straßen, nichts da. Donau hast du erkannt? Oder? Aber da musst du schon relativ nah sein. Den Rhein kann man gut erkennen auf Google Earth. Also wirklich, Balaton ist, also zuerst einmal beim Mittelmeer die Küstenlinie, Italien, so, das ist markant, wenn man sehr hoch ist. Und dann reinfliegen über den Balaton, Neusiedlersee und so kommt man schon noch mehr runter. Ich bin einmal tatsächlich von Köln nach Wien oder umgekehrt, ich weiß nicht mehr, geflogen. Und wenn du ordentlich Internetverbindung hast, das Google Earth ist jetzt alles auch 3D, also die Häuser sind alle auch in 3D gerendert und das funktioniert eigentlich wirklich ganz hübsch. Wien ist wirklich 3D. Ich kann wirklich die Häuser erkennen, sogar Bäume. Ja. Ursprünglich gab es zwar schon 3D, aber die Bäume waren halt so Quadrate und jetzt sind sogar die Baumstämme zu erkennen. Ja. Na, das ist eine sehr lustige Geschichte. Das macht Spaß. Und das kostet, ich glaube, 20 Euro kostet das Ding. Also es ist nicht viel Geld. Google Earth ist kostenlos, gibt es auf dem PC und da funktioniert auch schon. Und man kann es ja vielleicht für andere Spiele auch verwenden. Das also ich habe ehrlich gesagt nichts anderes Aufregendes gefunden. Das meiste waren irgendwie so... Achterbahn-Simulator. Ja, aber und nur dazu nicht gut gemacht, finde ich. Also ich weiß nicht, das war alles von der Grafik her recht. Es hat mich so erinnert an die Feuer im El-Sachen, die waren irgendwie auch immer so dürftig. Die 3D-Geschichten im Browser. Aber das Google Earth, das ist echt nettes Herumfliegen. Ja, jetzt wird ja alles besser mit WebGL. Ich habe einen Kinofilm. Und zwar The Other Side of Hope. Und der ist von einem finnischen Regisseur, der immer so ganz traurige Filme... Kaurismi. Dankeschön. Nein, ich bin heute der Filmexperte. Absolut, ja. Und ich muss aber sagen, der Film, dafür, dass er ein sehr eher tragisches Thema hat, ist relativ lustig. Also das Thema ist ein Flüchtling aus Syrien, der in Finnland strandet und dann halt dort offiziell Asyl ansucht und im Asylwerberheim andere Leute kennenlernt und das kann man verraten, es wird dann abgelehnt auf das Asyl und wie er damit umgeht und sich dann trotzdem durchschlägt. Gleichzeitig ist so eine Geschichte von so einer Art Unternehmer, der schon ein bisschen älter ist und plötzlich beschließt, ein Restaurant aufmachen und die treffen sich dann halt. Aber das Ganze ist ein sehr heiterer Film, also man hat viel zum Schmunzeln und zum Lachen und erlebt sehr davon, dass man halt sehr viele sehr finnische Typen sieht, die durch die Bank eher ein bisschen wortkarg sind und diese Wortkargheit dann kompensieren durch Klischee. Ja, also sie tun sich dann sehr stürzen in so Country-Musik oder Tango-Musik. Tango. Ja, also es wird sehr viel musiziert in dem Film und ja, es ist halt, es kommen auch so Heimatschützer vor, also so Art Skinheads, die Heimatschutz. Ja, oder finnische Befreiungsarmee oder so irgendwie. So. Die Unguten vom Film und. Ja. Ja, und es ist. Also ich habe es recht heiter gefunden. Kannst du es durchaus anschauen. Das war's auch schon. Wir sind auf 1027. Ich kann über Democracy 3. Ja, bitte, Democracy 3. Kennst du, ich glaube, niemand kennt das hier. Ich kenne Democracy 1 und 2. Aha, 3 kenne ich nur. Also ich weiß nicht, wie 1 und 2 sind. Es finde ich lustig. Manchmal, ich meine, ich würde nicht mehr als 5 bis 10 Euro ausgeben, dafür würde ich sagen jetzt. Aber ich finde es ein lustiges Spiel und am meisten macht mir Spaß, aus Amerika zu spielen. Man muss vielleicht sagen, was für eine Art Spiel das ist. Ja, es ist ein politisches Simulatorspiel, dass man bestimmte Policies macht und man muss wieder gewählt werden. Und man kann umgebracht werden von bestimmten Gruppen, die dich hassen. Und es gibt die verschiedenen Gruppen, es gibt die Konservativen, die Liberalen, die Kapitalisten, die Sozialisten, die Öko-Leute und alles und die Minderheiten und alles. Und bestimmte Gruppen, wenn die sehr groß sind und du magst die sehr wütend, dann bringen die dich um. Und der Punkt ist, du sollst das und du musst das Land, die Moschee und alles. Und so, zum Beispiel, manche Sachen brauchen sehr viel politisches Kapital und
man kann auch das Land ändern und neue Gesetze einführen, zum Beispiel eine CO2-Steuer oder in Amerika die Todesstrafe abschaffen, aber das ist sehr schwierig, die Todesstrafe abzuschaffen in Amerika. Das ist sehr teuer und so. Ist das nicht ein Spiel, was schon in den 90er Jahren gab, der erste Teil? Weiß ich nicht. Ich habe sowas und man hat so ein paar Schieberegler. Ja, ja, sehr viele Schieberegler und, okay. Und ja, was lustig, was interessant ist, ist auch, wenn ich es spiele, dann schaue ich zuerst, was man kann. Es ist nicht nur, dass es gibt diese bestimmte Gruppen, aber die Gesetze und was passiert, beeinflussen, wie viele Leute in jeder Gruppe sind. Ja. Und man spielt es eigentlich hauptsächlich in statischen Statistik-Screens, die aber recht gut gemacht sind. Oder? Ja, ja. Man hat so ein Feld mit Leuten, die in ihre Sektoren unterteilt sind. Und dann siehst du immer, wenn du da an einer kleinen Schraube drehst, macht das die Leute glücklicher, aber andere unglücklicher. Und man darf halt keine Gruppe zu sehr verbrennen. Ja, aber ich muss sagen, wenn ich Amerika spiele oder wenn ich Konzerte spiele, meine erste Sache ist, ich mache die, wie heißt Inheritance Tax auf Deutsch? Einkommenssteuer. Nein, Inheritance. Erbschaftssteuer. Erbschaftssteuer. Maximum und total auf Sozialismus und dann die Kapitalisten, die Nummer senkt runter, bis es nur noch... Also du veränderst dann auch die Bevölkerung. Genau. Also du ekelst die Kapitalisten heraus sozusagen. Ja, die gehen von 51% auf 5% meistens, wenn ich fertig oder so was dann sozialistisches Utopia. Ja, und die religiösische Leute gehen auch auf Null. Endlich ein Spiel, wo man sich austoben kann. Ja, und ja, Amerika ist sehr schwierig, dadurch, dass es gibt Term Limits und man kann, es gibt Runden, es ist ein Rundenspiel und es gibt mit Amerika, dadurch, dass man als Präsident nur 8 Jahre sein, es gibt nur jedes Jahr sind 4 Runden, so 8 mal 32 Runden und dann ist es aus. Was macht den Reiz aus? Ich glaube, das kann ich beantworten, dass das Spiel relativ realitätsnah ist an den politischen Fragestellungen. Also du tust jetzt nicht Afrika erobern in einem Strategiespiel, sondern du triffst so Entscheidungen, die du aus dem Zeitungs- oder Fernsehlektüre kennst. Ja. Und die du gern, und du kannst halt überlegen, verschwende ich mein limitiertes politisches Kapital, das man hat, also so wie viel man wirklich umsetzen kann in einer Runde, verschwende ich das jetzt, um diese Politik durchzudrücken, oder mache ich irgendetwas, was billiger ist? Und sind halt meistens so oder durch Asche freigeben oder führe ich dieses und dieses Gesetz ein, erhöhe ich die Entwicklungshilfe oder senke ich sie? Ne? Oder mache ich Toll Roads oder gebe ich mehr Geld aus für Polizei oder weniger und für die... Aber ist es nicht paradox, dass Democracy, hast du gesagt, ja. Das ist doch eher Dictatorship, oder? Du bist eben nicht der Allmächtige. Du kannst schon, also du wirst immer mit vielen Situationen konfrontiert und du hast sehr viele, wie soll man sagen, Baustellen, wenn so als kleine Knotenpunkte symbolisiert. Und natürlich willst du überall was ändern, aber du merkst eben, dass du nicht das politische Kapital dazu hast. Also du kannst nur einen sehr limitierten Anzahl von deinen Wünschen überhaupt beeinflussen und dann auch mit einem Schieberegler, je mehr du die Gesellschaft oder versuchst zu verändern von ihrem Ist-Zustand, desto teurer wird das. Ja. Also du kannst sehr viele kleine Schritte setzen oder ein paar große versuchen zu machen. Das hat aber alles Auswirkungen, was du dann schön siehst. Also jede Entscheidung freut halt eine Gruppe, aber verärgert andere Gruppen. Manche Sachen ärgern keine Gruppen, aber das sind Sachen, die dann die Budget mehr Geld kosten. Zum Beispiel Health Food Subsidies macht die niemand unglücklich. Wenn man, aber zum Beispiel Junk Food Tax macht bestimmte Leute unglücklich und man macht bestimmte Gruppen reicher oder ärmer. Ich habe nicht gewusst, dass du auch die Anzahl dieser Leute dann reduzieren kannst. Ja, man kann die Anzahl der Leute ändern. Und so. Dann kannst du praktisch deine politischen Gegner kleiner machen. Genau, indem man es zum Beispiel, wenn man einführt staatliche Häuser, State Housing und sehr viel Geld investiert und sehr viel Geld in staatliche Schulen und dann kann man es sozialistischer machen und wenn man mit Vouchers und mit Business Subsidies, dann kann man diese Kapitalisten mehr machen zum Beispiel. Ist das Spiel deterministisch? Also wenn man dieselben Sachen angibt, kommt wieder selber raus? Nein. Das heißt, es ist ein bisschen Zufall drin. Da gibt jede Runde eine kleine Event. Ich meine jetzt, wenn man zwei Spiele
spielt und immer dieselben Regler verwendet und die Ausgangssituation. Nein, es ist nicht. Dadurch, dass erstens, es gibt ein bisschen eine Randomness, zum Beispiel die World Economy. Okay, ist die verändert sich auch. Ja. Mhm. Und jede Runde gibt es eine Random Event. Zum Beispiel, es fragt dich, willst du Same-Sex-Marriage legal machen oder nicht? Oder okay. Es gibt einen Terroranschlag. Oder was immer, Stock Market Crash. Okay. Da musst du dann halt reagieren. Ja. Und das, oder willst du Software-Patenten legalisieren machen oder nicht? Das Schöne ist, bei jeder Entscheidung, die du triffst, sagt er dir auch Pro- und Gegenargumente, die du eigentlich relativ gut kennst aus den Zeitungen, ja. Halt so schön zusammengefasst auf zwei Sätze. Also ich finde, das hat sich sehr nett gespielt. Ja, ja. Das ist lustig. Von Zeit zu Zeit ein bisschen zu spielen. Ja. Ich kannte den ersten Teil aus den 90er Jahren noch. Also ja, die dritte, ich meine, ich glaube, es ist noch immer von einer Person gemacht, der dann jemand zahlt, dass der die Grafik macht und jemand macht die Musik oder so. Das ist auch so. Das ist, glaube ich, ein Deutscher sogar, wenn ich das noch richtig weiß. Engländer. Ein Engländer war es, okay. Ja, aber man merkt es ein bisschen, dass es Engländer ist und dadurch ist es nicht typisch amerikanisch. Wie lang ist ein Spiel? Wie lang ist ein Spiel? Ja, du bist ja nicht unter Zeitstress. Es ist ja, es ist turn-based, so das ist eine Frage, wie lange du denken musst, aber maximal 2 Stunden oder eine Stunde, ich würde sagen. Okay, mit Amerika ist es zeitlich begrenzt, ja, aber Deutschland kannst du nach 40 Jahren noch immer Kanzler sein. So, das sind wenn alle glücklich sind. Ja, wenn alle also du darfst nie mehr als 50% böse machen, oder? Es ist jede so und so viele Jahre eine Neuwahl. Wenn die Opponenten mehr Fehlerstimmen haben als du, dann verlierst du. Aber das habe ich nie das Problem. Das Problem habe ich immer gehabt, dass eine bestimmte Gruppe von Leuten mich immer umbringen wollen. Und einmal habe ich versucht, Donald Trumps Versprechen umzusetzen, zu sehen, was passiert. Und es war immer eine Katastrophe, muss ich sagen. Sehr das Spiel. Damit ist es bewiesen. Ja, ich meine, es war wie, okay, Wirtschaft, runter, alle quengen mich um und so weiter. Und sowas. Also ich muss sagen, was ich aus dem Spiel gelernt habe, damals, wie ich es gespielt habe, war, dass man sich so beim Zeitunglesen immer sehr gescheit vorkommt. Ja, dann gehört das und das gemacht und das und das gehört gemacht, ne? Und dann wird alles besser und die Politik gehört umgesetzt. Und dann hast du eben dieses schöne, nicht Ohnmachtsgefühl, aber das Gefühl der limitierten Ressourcen, du könntest zwar urviel machen, aber du kannst nicht alles gleichzeitig machen, weil du pro Runde halt nur an so und so viel Stellschrauben ein bisschen drehen kannst und das wird halt durch politisches Kapital. Ja, manchmal macht auch, man hat ein Kabinett und das, die entscheiden, wie viel Kapital man hat und jede Kabinettperson ist verbunden mit 2 bestimmte Wählergruppen und die geben dir mehr Kapital, wenn die zufrieden sind und wenn die mehr Erfahrung haben. Also du kannst sozusagen ein bisschen dein Kapital dann erhöhen. Ja, und da muss man nur die richtigen Leute auswählen, die dich, die dann... Die richtigen Gruppen. Ja, genau. Mhm. Und diese Leute machen auch diese bestimmten Gruppen glücklicher. Und was mir noch aufgefallen ist beim Spiel, das ist ein sehr schönes Gefühl, dass man dann in Versuchung geführt wird, Politik zu machen, die jetzt nicht unbedingt den eigenen Überzeugungen überspricht, nur um strategisch irgendeine Gruppe jetzt glücklicher zu machen, weil man halt über die nächste Wahl drüber kommen will oder weil man sich halt nicht umgebracht werden will von irgendwelchen... Willkommen in der Realität. Ja, das habe ich, das ja das bei, Gefühl, bei mir machte ich aber Sachen richtig. Ich habe, ich weiß nicht, irgendwie es ausgecheckt, dass ich mache wirklich die ärgste extremistische Politik, würde ich sagen. Und du kommst durch damit. Also du bist korrupt. Nein. Ich mache so wie, okay, staatliche Schulen bekommen maximale Qualität, staatliche Krankenversicherung Maximum. Ja. Und du eh, aber ich meine, der Horst ist korrupt. Ja, ich habe natürlich auch versucht, meine sehr Ultra-Öko-Politik so durchzusetzen, aber bin halt sehr schnell ins Schleudern gekommen dadurch. Ne? Ja. Ich wurde auch mehrmals vom Geheimdienst umgebracht. Mehrmals dann. Mehrmals, ja, bei mehreren Versuchen, weil ich zu radikal dann meine Vorstellungen. Ja, bei mir war es immer die Kapitalisten. Ja. Immer die Kapitalisten. Nicht die religiöse Show, die Konservativen. Mhm. Dadurch, dass die Konservativen kann man glücklich machen, indem man die Polizei sehr gut unterstützt. Mhm. Dadurch, sie lieben die Polizei.
wie fast jeder, außer die Liberalen. Und die religiösen Leute, ja, man kann, wenn man macht Abtreibung frei für alle Frauen, die es erlangen, das macht die unglaublich aufgeregt. Und um das zu machen, muss man nur die aussterben. Also du musst die wegekeln, die... Ja, man macht das, indem man... es gibt irgendwo eine Slider für Creationism versus Evolution. Man macht Evolution only und man hat ein Space-Programm. Dann sind die weg. Sehr gut. Also musst du jetzt Space-Programm! Du hast zum Mond geschossen. Nein, aber irgendwie... Tja. Ich muss euch noch dazu zwingen, zwei Podcast-Episoden zu hören, schön, weil sie großartig sind. Und zwar die letzten beiden von Logbuch Netzpolitik. Die letzte überhaupt ist mit dem Thomas Lohninger. Zusammenfassung vom, würde sagen, letzten halben, dreiviertel Jahr, was sich in Österreich getan hat an Netzpolitik. Unter anderem da eben jetzt auch, was wir an Demos in letzter Zeit so besprochen und so weiter. Apropos, heute ist ein tragischer Tag. Die Koalition hat sich geeinigt auf eine Verschärfung des Demonstrationsgesetzes. Ist das jetzt schon durch? Also sie haben sich geeinigt drauf. Das heißt, es ist also noch nicht im Parlament, sondern die Einigung, die sie vorher machen, die Absprache, wie sie abstimmen werden, da haben sie sich auf etwas geeinigt. Aber es ist doch Verfassungsmehrheit, oder? Nein, für das glaube ich nicht. Ah, weil es sind nicht alle Änderungen, sondern es ist nur ein Teil. Und es ist nicht so schlimm, wie ich befürchtet habe, ehrlich gesagt. Ja, es ist strategisch schon mal ganz schlimme Sachen. Aber man kann ja mal klein anfangen und man kann ja dann später das machen. Kleinen Schritten, genau. Sie machen eben nicht extrem. Democracy ist wirklich gute Simulator. Und die zweite ist die Episode davor. Die ist mit dem Frank Rieger, den ich überhaupt gern habe. Und zwar erklärt der, was in dem... Spricht man das Vault 7 aus? Also Vault das, 7? Das der letzte... Ja. Publikation von WikiLeaks, wo relativ viel drinnen war zum Thema, wie die amerikanischen Geheimdienste agieren. Und das ist ja ein Security-Mensch und mit einigen anderen zusammen hat er das inhaltlich auch wirklich analysiert. Nicht nur im Hinblick darauf, was da jetzt geleakt ist an technischen Sachen, also was können die jetzt gerade, kommt auch vor, aber gar nicht so sehr das, sondern eher das, wie agieren sie. Also welche Strategien verfolgen die technischen Abteilungen bei den Geheimdiensten, wenn sie als Auftrag kriegen, unterstützt jetzt unsere Leute, sodass wir die Gruppe sowieso abhören können oder das und das Geheimnis rauskriegen. Dass die, wie die strategisch, es ist wirklich eine großartige Beschreibung. Das also ich habe noch nie das Gefühl gehabt, Podcast, ich wusste nicht, wie gut der erklärt, der kann wirklich super erklären. Der ist super. Und der hat sich da so richtig eingearbeitet in das Thema. Also das unbedingt die Hörempfehlung, die vorletzte Episode von Logbuch Netzpolitik mit dem Frank Rieger. Die mit Tom Lohninger ist auch sehr gut, aber das war sozusagen nichts Neues, weil das erlebe ich hier eh live. Aber das könnte vielleicht für deutsche Hörer interessanter sein. Aber die mit Frank Rieger ist echt super. Da, also, ja... Ja, alternativlos ist ja schon grandios. Ja. Und Fefe. Meine Herren, ich würde sagen, verschieben wir die restlichen Themen auf nächstes Mal. Ich habe nichts mehr. Alles los. Du hast noch Spiele gehabt. Ich habe es. Ja, aber ich kenne ihn auch. Gut, dann verabschieden wir uns. Bis nächste Sendung. Ja. Wahrscheinlich wieder dazu. Ciao. Ciao. Tschüss. Gut. 1, 42, 21.